So, wunderschönen guten Abend, grüße euch. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich habe eben gerade im Discord die Mitteilung gemacht. Warum drückt er den jetzt nicht durch? Hä? Die Tonspur ist doch offen. Naja, ist egal. Sword, mein Lieber, vielen, vielen Dank für deinen Primary Sub. Willkommen zurück im 8. Dankeschön. Ey, try das, mein Lieber. Grüß dich, moin. Ja, wie gesagt, ich werde es nachher nochmal sagen, vor Streamende, aber ich werde morgen den Community-Tag nicht machen können, Freunde, es tut mir wirklich unendlich leid. Ich habe Bereitschaft aufgedrückt bekommen, weil drei meiner Kollegen erkrankt sind, mitunter einer, der ab morgen dann Bereitschaft hätte bis Donnerstagabend nächste Woche. Und ja, zumal auch einfach gerade momentan im Geschäft, also die Woche, ich habe es vorhin schon geschrieben, hier in Chat rein, absolut Horror war und ich gar nicht mehr weiß, wo ich jetzt erstes hinrennen soll, weil die Menschheit irgendwie da draußen hohl dreht. Keine Ahnung warum, ey, die rennen mir gerade die Hütte ein. So, und wir sind ja auch keine kleine Firma, ne, das kommt ja auch noch dazu, also aktuell der Kundenstamm, den wir betreuen, sind irgendwas um die 3000. Nur mal so von der Größenordnung, Dimension, dass ihr ein Gefühl habt, ne, deswegen, also da Notdienst bzw. Bereitschaft zu machen, ist schon kacke. Aber egal, kriegen wir hin und ihr habt es auf jeden Fall schon mal gehört. Ja, heute Abend ist Hovesim Racing am Start. So viel zu dem Thema. 60 Minuten Renndistanz in Imola. 10. Durchgang von 12. Ergo drittvorletztes Rennen innerhalb dieser Saison seitens der Hovesim Racing bzw. für dieses Jahr. Heißt nicht, dass es danach nicht weitergeht, sondern im Gegenteil. Ey, Sid, mein Lieber! Grüß dich! Moinsen, mein Digga. Letztens habe ich noch an dich gedacht, habe ich gedacht, ey, musst du mal anschreiben hier, dass dem Bub nicht mehr gut geht oder so. Lang nicht mehr gesehen, hey. Sid, ich hoffe, du bist munter und dir geht's prächtig, Mann. Vielen, vielen Dank für deinen T1 Resub, mein Lieber. Willkommen zurück im 40. Monat. Danke dir. Genau. Und, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Sid hat mich voll aus dem Takt gebracht hier. Weiß schon gar nicht, was ich sagen soll jetzt, hey. Ach, richtig, genau. Wir haben dann am... Oh, jetzt warte mal, jetzt lass mich kurz überlegen. Also, in 14 Tagen ist natürlich dann Rennen Nummer 11. Ne, hier kurz den Rennkalender eingeblendet. Ihr seht, das ist Spa. Nicht zum relaxenden Format, sondern hier wird Racing betrieben. Ja, also in Spa-Francorchamps. Das ist der vorletzte Durchgang. Und dann das Big Final am 7. Dezember. Ergo, einen Tag nach Nikolausi. Nicht zu verwechseln mit Ostersee, das ist was anderes. Dann ist Bathurst, sprich das Finale über die Renndistanz von 90 Minuten. Ja, wir haben aber vorher, also sprich vor Spa sogar noch. Ey, Robin, mein Lieber, grüß dich, moin. Ja, ich weiß, mir geht's momentan genauso. Ey, die rennen mir die Hütte ein, fragen nach Sonnenschein, mein lieber Sid. Aber trotzdem, schön dich zu lesen. Robin, toi toi toi, Mann, Digga. Robin Aitos, beziehungsweise Robin Vollmer, werden wir auch gleich on track sehen, Freunde, so viel dazu. Am 18.11., ich muss es noch ein bisschen im Fax studieren mit den anderen Kollegen, aber das kriege ich, glaube ich, gewuppt, ist dann das nächste Endo-Cup-Format. Also sprich, das ist jetzt am Wochenende in einer Woche, also sprich, nächste Woche, am Wochenende, am 18.11. ist das Endo-Cup-Format von Hovesim Racing, wo wir auf jeden Fall mit am Start sind als solches. Und dann kriegen wir das auf jeden Fall gewuppt, ne? Dann wird es hier eine ganz tiefenentspannte Situation. Nächste Endo-Cup bei Hove ist am 16.12., also ist auch geil. Am 7.12., ne, einen Tag nach Nikolaus, ist dann das Finale in Bathurst. Und am 16.12. fahren sie schon wieder im Endo-Cup, dann 4 Stunden Paul Ricard, die Hovesim Racing. Also das wird sehr, sehr geil, definitiv. Hä, wieso Watkins? Wie kommst du auf Watkins? Hast du Watkins gelesen, Sid? Klär dich auf. 40 Monate, Mann. 40 Monate. Reiders, wie geht's dir, mein Lieber? Ach so, der Endo Cup. Ja, genau. Der Endo Cup ist auf Watkins Glen am 18.11. Das ist richtig. Da sind wir auf Watkins Glen zu Hause. Das stimmt, ja. Siehst du, habe ich gar nicht mehr. Ja, genau, richtig, ja, ja. Ey, Devs, grüß dich. Moin. Ein wunderschön. So, Trailer von Soapbox, beziehungsweise für die Stream-Repräsenz und natürlich der Trailer von Hove. Kurz eingespielt und dann direkt drauf auf den Server und Attacke, Fahrerpräsentation, oder? Hey Pixel, grüß dich, moin, mein Lieber. Wie geht's dir? Was für ein Vogel, ich bin doch kein Vogel, Mann. Ich mach... Nee, mach ich doch gar nicht, Mann. Also, viel Spaß. Dieser Livestream wird euch präsentiert von Soapbox, eurer Waschstraße zweimal in St. Augustin. www.soapbox-augustin.de.
Scheiße, wenn der Trailer schneller fertig ist wie man selber, oder? So, Rinder. Ersten Urlaubstag feiern? Oh, sehr geil. Ist auf jeden Fall eine Maßnahme, ja. Da ist aber, Devs, ganz kurz noch am Rande, da ist aber auch parallel das Endo-Rennen von der Hove Sim Racing hier, ne? Also nur, dass du Bescheid weißt. Was bist du momentan? Erkältet, aber ansonsten ganz gut, okay? Toi, 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 Mann. Gute Besserung auf jeden Fall. Try das. Als PDF, wunderschönen guten Abend. Grüß dich, Moinsen. Schön, dich zu lesen, Mann. Also, starten, oder? Ganz locker. Janis Zeus, der Grieche vom Team Schwarzbierbude im BMW M4. Ja, auch am Start, sehr, sehr geil. Max Lorenz für Vinari Racing im AMG. Daniel Arning für die GSE Racing Esports Truppe im Porsche. Michael Pirchheim im M4 fürs Team Schwarzbierbude. Daniel Anderson für HyperX Racing One im McLaren. Der Robin Volland, das ist er. Der Kollege Aitos für Vinari Racing im Ferrari. Robin, wenn du es hören solltest, du hast noch keine Vinari Racing Livery drauf auf dem Fefe, wenn ich es richtig im Kopf habe. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, du könntest da im Hintergrund ein bisschen was drehen, dass uns da die Datensätze erreichen, dann wäre das kein Thema. Ansonsten alles cool. Christian Lautenbach, Vinari Racing BMW M4. Christopher Schmidt, ebenfalls BMW M4 für Vinari Racing. Dann der Jens Alusa fürs Team Schwarzbierbude, ebenfalls im BMW. Danny Anwand im BMW M4 für Panther GT Racing. Dann haben wir den Moritz Falk für www.pejaslieferservicekiel.de, jawohl, ebenfalls im M4. Pierre Meyer im Audi 8 für DB3 Motorsport. Peter Lindner für CDS Digital Motorsport am Start im Fefe. Remo Kipfer, der Schweizer, für Panther GT Racing im BMW. René Moldenhauer für R Motorsport, ja, das ist René Moldenhauer im Kürzel. Schmidti, einen wunderschönen guten Abend. René fährt da ebenfalls den Porsche 992, richtig, genau. Gerd Binder im Pfeffer für B&B. Alter, meine Mucke da im Hintergrund. Katastrophe, ey. Muss drücken im Gesicht, wa? Nachbarn sollen auch was davon haben. Boah. Wolfi, grüß dich. Wunderschönen guten Abend. Servus. Also, Gerd Binder im Pfeffer für B&B Racing. Detlef Kep im Porsche für Hovesim Racing. Konstantin Karl für Car Collection Motorsport im Porsche. Jawohl. Dom Turbo, grüß dich, mein Lieber. Kuss geht raus, Digi. Dankeschön für dein Tier an Sweetsup. Willkommen zurück im 24. Unglaubliche 2 Jahre voll gemacht. Wunderbärchen. Dankeschön. Ich muss trotzdem noch keinen Unterhalt zahlen. Ah, geiler kann's nicht sein, oder? Mann, Dom, wie geht's dir? Daniel Pay für DOD Racing im BMW. Daniel Hummel für Fortune Hunter Racing im Lambo. Alexander Rötz für DOD Racing, der Österreicher, ebenfalls im Porsche unterwegs. Jakob Hausinger im M4 für DOD Racing Hove. Florian Wilmer im AMG für Patrol Brothers. Jawohl, Peter Buchholz, Soapbox Racing im BMW. Dirk Nies, Wippermann Racing im Porsche. Dirk Nies fährt für Wippermann? Ja, nicht sonst für was anderes gefahren? Naja, ist egal, werden wir hinkriegen. Dirk Nies also im Porsche, Klaus Jäkel für Soapbox Racing im McLaren, André Schwarz für B&B Racing im AMG, Nick Lefeld, Fortune Hunter Racing im Lambo, David Brill, Sidekick Racing im Fefe, Matthias Weggel, Hovesim Racing im Porsche, Marcel Sauer, Hovesim Racing ebenfalls im Porsche, Alex Langhorst, Bejas Lieferservice Kiel im Fefe, Michael Weber, Soapbox Racing Porsche, also Soapbox Racing ganz klar, ne? Prädestiniert Porsche und oder Porsche. Aber ansonsten prinzipiell geht immer Porsche. Das ist normal. Chris Heyer. HyperX Racing 2 im McLaren. Armin Schütz für Soapbox Racing im Fefe. Ich habe eben gesagt Porsche. Armin, warum sitzt du im Fefe? Weil ich es kann. Okay, darf er machen. Christian Richter im Fortune Hunter Racing Lambo unterwegs. Mario Elderly im Porsche für Whiskey Fuel Racing. Alvin Busjan. GG. Grüß dich, Alvin, Petrol Brothers im AMG, Friedrich Pfaffenroth, Soapbox Racing, Porsche und der Ingo Schmidt in seinem Audi 8 mit der Startnummer 17. Noch kein Unterhalt, alles gut, hoffe bei dir auch. Ja, sehr schön, richtig, genau. Muss ich mir jetzt Sorgen machen, Dom, bei dem Wort noch? Wolfi, wie geht's dir? Guten Abend. Ganz dezent, Wolfi, ganz dezent. Also, das ist die Truppe, das sind die 40 Piloten, die heute Abend hier in den Sessel reinpupsen werden, also in ihren Stuhl, ja, um Imola 60 Minuten Renndistanz hier zu bestreiten. Aber vorher haben wir natürlich erst nochmal ganz locker die Qualifikation, ne? So, lass ich mal die Musik wieder leise, das Lied ist vorbei. Okay. Krieg ich hin. Ach komm mal, weil's so schön war, machen wir nochmal. Replay-Funktion ist ja schnell gefunden, wa? Sehr geil, Wolfi, freu ich mich.
sitzt der da echt? Der Jannis Zeus sitzt da volle Lotte, wird voll überlagert von dem Christopher Schmidt hier, dem 2er Vinari Racing BMW. Hä? Das sieht total strange aus. Ja gut, ja klar, die fahren das gleiche Auto. Nur eine Livery ist anders. Krass. Was musst du? Heimlich trainieren? Wieso muss man das heimlich machen, Wolfi? Klär mich auf. Heimlich trainieren. Ja, fühle ich momentan, Pixel. Fühle ich momentan. Wie gesagt, ist bei mir genau dasselbe in grün. Die rennen mir momentan die Hütte ein. Ich weiß nicht, wo. Ich habe heute Vormittag 2 Termine. Musste ich absagen. Ging nicht anders. Ich musste sie absagen. Da kamen auf einen Schlag, kamen 3 Kaltanlagen rein. Ey, das... Oh. Ja, und sowas geht natürlich vor, ne? Ich hätte die Leute kalt sitzen lassen. Kannst du ja auch nicht bringen. Habe ich gesagt. Fühle ich, Wolfi. Leon, bist du noch da? Hast du noch Fingernägel? Hast schon abgekaut. Vanessa, wunderschönen guten Abend. Grüß dich, moin. So, wer fährt? Florian Wilmer zum Beispiel. Ein paar Minuten haben wir noch. Maximal 7 an der Zahl. Dann geht's in die Qualifikation hinein. Das ist Momentum, wo wir sagen können, wir gucken uns mal das Ranking an, oder? Ja, da war der Christi, genau richtig, ja. Also, kurzes Ranking eingeblendet, ihr seht's. Goldwertung, Max Florenz auf 1, Michael Perichheim auf der 2. Ganz dezente 15 Punkte trennen die beiden. Dann haben wir mit 90 Punkten den Philipp Groß auf der 3. Den Philipp habe ich noch gar nicht gesehen hier. Philipp Groß heute Abend gar nicht am Start, oder was? Mach keinen Scheiße. Vanessa, wie geht's dir? Silberwertung. Detlef Keb auf 1, 87 Punkte. Daniel Arning auf der 2. Dann der Jens Anusa auf der 3 mit einem Punkt Differenz. Also wirklich ein Mühe ist das hier zwischen den beiden. Und dahinter auch P4, Matthias Weckel. Schaut euch an, ebenfalls ein Zähler nur dahinter. Also eine ganz, ganz knappe Kiste. Bronzefahrerwertung für Jakob Hausinger. Ganz, ganz weit vorne. Der hat ein richtig schönes Polster. Der Jakob kann es etwas entspannter angehen, wenn er wollen würde, da am heutigen Abend hier auf Imola. Konstantin Karl auf 2, Alex Langhorst auf 3, Alvin Busjan, ihr seht's, auch da nur 3 Punkte Differenz zwischen 3 und 4 und Daniel Pay auf der 5. Position, ein Zählerchen hinterm Alvin. Also der Alvin, der muss auf jeden Fall gedanklich den Rückspiegel im Blick haben, ansonsten kann das relativ schnell in eine Hose gehen. Aber wir drücken natürlich allen die Daumen. Kriegen sie schon hin. Ja, haben wir den Alvin im Bild. Langsam doch müde, aber sonst alles gut. Okay, klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Lisa, wunderschönen guten Abend. Oh komm, ich war jetzt 4 Tage nicht online gewesen. Entschuldigung, 3 Tage war ich nicht live gewesen. Dienstag, Mittwoch? Nein, Quatsch. Montag waren wir doch da. 2 Tage. Ich kann nicht mehr rechnen, ey. Ich bin schon wieder Brain AFK heute Morgen. Quatsch. Heute Abend, nicht heute Morgen. Lisa, wie geht's dir? Also, vielen, vielen Dank auch nochmal an der Stelle. Ne? Ich sag's immer wieder gerne an die Partner und Sponsoren hier von der Hove Sim Racing. Auch das ist natürlich keine Selbstverfreilichkeit und Selbstverständlichkeit. Und trotzdem machen die das immer wieder gerne. Chapeau, vielen Dank dafür. Natürlich auch im Namen von der Hove Sim Racing selbst, ne? Ist klar. Hunger. Rechne nicht, wir werden die Zeit gefühlt. Ja, momentan ist echt schlimm bei mir, ey, ohne Witz. Momentan ist echt schwierig. Ansonsten, was ich geschrieben habe, mit 12 Uhr vergleiche ich gerade. Ja. Was vergleichst du gerade? Ach, Haarschaltungen, okay. Oh ja, oh ja. Da gibt es auch ganz brutale Unterschiede im Bereich der Fertigung, ne? Herstellung und sowas. Materialien und so. Ganz übel.
Gibt es eigentlich mittlerweile sequentielle Varianten für die Simracing-Sparte? Ich weiß es gar nicht. Weil Haarschaltung ist ja Haarschaltung. Haarschaltung ist nicht sequenziell. Gibt's. Aber ich glaube, die sind unbezahlbar, ne? Im Real-Life-Motorsport kannst du die Druckpunkte etc. und die Zugpunkte, also wann das Ding auslösen soll, wann das Ding schalten soll, kannst du einstellen. Total abgefahren. Total abgefahren. Okay. Also, der Christopher Schmidt. Ah, ich bin gespannt. Also eben gerade im Training schon. Ihr seht es ja hier, Johannes Zeus, 43, Freunde. 43 bei 30 Grad im Parcours. Eben gerade waren es noch 29 Grad. Chapeau, oder? Also, böse Zungen würden behaupten, die 39 fällt, oder? Quaifion Pro. 1200 Steine für einen Shifter. Ist der aus Gold? Ich frage für einen Freund, ne? Van Kempen habe ich noch nicht gesehen, Stefan. Weiß nicht, wo der Stefan ist heute Abend, Leon. Kann sein, dass er gar nicht mitfährt. Christian und Christopher habe ich am Start, ja. Was denn Robin? Robin Volland fährt ja auch mittlerweile für Inari Racing. Kann sein, dass es nur hier im Hofes im Racing-Kader ist, ne? Wäre möglich. Aber Van Kempen, unser Fuzzi-Pups, der Knatterdrache, ist heute Abend noch nicht da. Zumindest bis jetzt noch nicht. Ah. Okay. Cool. 1200 Steine. Wie du gesagt hast, den Druckpunkt einstellen kann. Das ist mega, das ist... Also, wer sich jetzt nicht vorstellen kann, was damit gemeint ist, das bedeutet, du kannst dem Shifter sagen, ab welchem Druck bzw. Zugpunkt vom Hebel, beim sequenzielles Getriebe kennt er ja, ne? Also prinzipiell, der Schalthebel, der geht nur nach vorne oder nur nach hinten. Der geht nicht links, rechts, oben, ohne. Geht nicht. Ansonsten würde Schleudersitz auslösen. Nee, Spaß beiseite, ihr wisst, was ich meine. Der geht nur nach vorne zum Runterschalten und der geht nur nach hinten zum Hochschalten. Okay? So. Und jeder Fahrer hat natürlich im Eifer des Gefechts, wenn du da drin sitzt und bist wie ein Weltmeister am Rädchen kurbeln, ja, hat natürlich andere Druckverhältnisse oder Zugverhältnis im Arm, ja, so. Und dieses Phänomen kannst du einstellen. Du kannst ihm sagen, ich sag jetzt mal ganz salopp, wenn Fahrer XYZ mit 12 Kilo Armgewicht oder Armlast an diesen Schaltknauf geht und drückt, dann wird der nächste Gang eingelegt. Das Problem ist, das muss der aber immer gleichmäßig machen. Ne? Also es bringt jetzt nichts, wenn der mit 50 Kilo da reinwirkt, weißt du, wie ich meine? Der Effekt ist der gleiche. Oder jetzt nur mit 5 Kilo, weil dann würde das Getriebe nicht schalten. Das ist sehr, sehr geil gemacht. Schmierig? Nee, oder? Was? Haben wir jetzt hier eventuell Raining oder was? Schmierig. Ich bin doch nicht deppert, oder? Schmitty, wie geht's dir, mein Lieber? Ich hab wegen Kerzen gelesen, Lina. Oh Gott. Ja, warum denn noch nicht? Du, ich sag mal, technisch gesehen ist es perfekt. Das ist prädestiniert, weil die haben das Know-how. Die haben das Know-how. Schaltsituation gehört ja zum Getriebe dazu. Wenn das Getriebe, der Getriebetunnel selber, also beziehungsweise das Getriebe von der Konstruktion her nicht mit der mit dem Schaltvorgang harmonisieren kann, ey, dann ist die ganze Konstruktion für einen Eimer. Weißt du, wie ich meine? Es hängt ja zusammen. Na, jetzt bin ich gespannt, Freunde. Also wie gesagt, die Streckendefinition. Hey Pixel, Alter, was ist denn los? Heute ist Donnerstag oben. Ich habe morgen eigentlich noch einen vollen Tag zu schaffen, so ungefähr, inklusive dieser Bereitschaft. Und ich habe schon voll die Sprachfehler, ey. Habe ich nicht? Nee, Dom, klär mich auf. Was war gewesen? Wir haben übrigens Quali-Start, Freunde, ne? Nur mal so am Rande. Komm, ich baue mal kurz um.
Ich bin so. Also nein! Hat der nicht gemacht, Digga! Jetzt habe ich mich vor lauter Laberababa voll mit euch festgebabbelt und habe gar kein ACCTV offen. Alter! Also heute könnt ihr wirklich sagen, aber auf der anderen Seite, ich habe einen Derfschein, ne? Ich mache den Bums seit 5 Jahren, Freunde. Seit 5 Jahren! Ich muss erstmal nachmachen. Jetzt weiß ich auch, dass das nicht passt. So, jetzt aber ganz schnelle Attacke. Welcher Monitor? Muss, Schmitty, muss. So, aber ich habe noch ein paar Sekunden. Die ersten Zeiten kommen erst gleich noch. Personal Best, das muss rein. Live Speeding muss rein. Und jetzt Attacke. So, Elza. Ja, läuft schon, alles gut, läuft schon. Okay. Ah, Motion Rigs für Besucher, finde ich schwierig. Also wenn ich jetzt so diese Standard... Ah, guck mal hier, Philipp Groß ist noch gejoint, ja, sehr geil. Also, 41 Piloten, ihr seht, die Strecke ist schon scheiße. Also, im übertragenen Sinne, ne, ist rutschig. Rutschig ist es. 43, 890 jetzt von Michael Pirchheim das Thema getoppt. Moritz Falk P2, 44, 115. Dann Jonas Zeus auf 3. 44,4 gefahren. Remo Kipfer, neuer Vierter. Nein, neuer Vierter ist jetzt Jens Alusa mit 44,635. Danny Anwand, neuer Fünfter. 45,170. Remo Kipfer auf P6. Ingo Schmidt auf der 8. Position jetzt, der Ingo. Ingo Schmidt, der Teamkollege hier von Pierre Meyer, oder was? Möglich. Albin Busjan, neuer Fünfter, er kippt mal an. 44,452. Was sind das wieder für Gaps? Alter! Übel! 43,3. Christopher Schmidt, neuer Setter. Im Pole-Bereich. 43,395. Robin Volland, neuer Zweiter. Das ist der Fefe aus dem Venari Racing Hause, Freunde. Robin Volland, 43,692. Michael Pirchheim, 7 Zehntel im Delta gewesen. Jetzt ist er nur noch grün unterwegs. Das würde keine neue Polezeit geben. Jonas Zeus, 1,5 Sekunden Purple. Letzter Sektor. Onboard die letzten paar Meter. Es geht bergab auf die Doppel-Links. Kleiner Kampfzwergel, wunderschönen guten Abend. Dankeschön, ebenfalls. Letzte Linkskurve raus. Rechts folgt jetzt gleich die Boxenzufahrt. 1,8 Sekunden Purple, das gibt die neue Polezeit. Das gibt auf jeden Fall eine 41 noch ein paar kaputte. Ach. Hä? 41 Eppes hätte das geben müssen und nicht 42,5. Aber okay, alles gut. Max Florenz. Erstmal rein da Einschaltungszeichen. Kampfzwerger, vielen Dank für deinen T1 Resub. Willkommen zurück im 16. Dankeschön. Fettes Messi. Max Florenz, 42,1. Jetzt getoppt worden von Pierre Meyer. Das ist der DB3 Motorsport Audi mit der Startnummer 40, 42,090. Gezeigt worden von Pierre Meyer. Richtig gut, ey. Ja, es kann sein, dass die Zeiterfassung jetzt bei mir wieder so ein bisschen am Rumspinnen ist. Dass die mir viel zu hohe Werte anzeigt. Das wäre denkbar. Zeus 3, Michael Pirchheim 4, Jens Alusa auf 5, Albin Busjan P6, Daniel Arning P7, Danny Anwander auf 8, Christopher Schmidt auf 9, Klaus Jäkel auf der 10, der Soapbox Racing Pilot, Soapbox, jawohl, Christopher Schmidt verbessert sich nach vorne auf die 3 mit 42,295. Nee, der hatte doch eine 43er Zeit, Leon. Der hatte doch eine 43er Zeit stehen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ist ja auch egal, ist nicht schlimm. Wird schon passen. Konstantin Karl, 42,947, das heißt P7 nach aktuellem Stand. Jetzt P8, weil Daniel Pay nochmal einen Ticken schneller war. 42,930 von dem Kollegen Pay. Klaus Jäkel abgerutscht auf die 12, das ist der Softbox Racing McLaren mit der 305.
Remo Kipfer 13, Robin Volland abgerutscht auf die 14. Position. Marcel Sauer auf der 15, Ingo Schmidt auf der 16, Moritz Falk P17, Dirk Nies 18. 41,1. Jetzt kommen die Zeiten, Freunde, jetzt kommen die Zeiten. Also jetzt ist das Thema schmierig, auf jeden Fall passé. Jonas Zeus 41,122, Michael Pirchheim auch nachgelegt auf 41,542. Ja, jetzt komme ich gar nicht mit der. Jens Aluser, Christopher Schmidt mit der Verbesserung, Remo Kipfer mit der Verbesserung, jetzt auch Danny Anwand, jetzt aber auch Max Florenz mit P5, beziehungsweise Daniel Arning, neuer Vierter. 41,780 für den GSE Racing Piloten. Robin Volland toppt das Thema, holt sich da die 4 mit 70.000stel, schneller gewesen wie Daniel Arning. Wo ist denn der Peter? Da ist der Peter Lindner. P16 für den Peter. Sehe ich dann einen Frontschaden? Na, das sah nur so aus. Alles easy. P18 jetzt für Peter Lindner. Oh, da geht er mal kurz über die Wiese. Eieieiei. Wo der Grip so grenzenlos scheiße. Ihr kennt's. Ganz normal, ne? Normaler Wahnsinn. Vor allem bei uns hier am heutigen Abend. André Dvoracek ist nachgejoint. Wupp, wupp. André Dvoracek, der 992er Porsche mit der Startnummer 992. Sehr, sehr geil. André mit von der Partie heute Abend hier in Imola. Geht mir ab wie ein Bach ins Gesicht. Da kommt Pfaffen mit der frrrrrrmachenden Motorhaube. Digga, du hast dich jetzt nicht umbenannt. Mirko, du hast dich jetzt bitte nicht umbenannt in Smolk 90. Mirko, mein Lieber, ein wunderschönen Monat. Schön, dass du da bist. Hoffe, dir geht's gut, Diggi. 3 aktuell, Leon. In Summe sind es 4, wenn ich es richtig im Kopf habe. Beziehungsweise, stopp, warte. Für wen ist der Philipp fährt für Fortune Hunter Racing? Passt. Also heute Abend 3. Definitiv, das ist hier der Christopher Schmidt, das ist der Robin Volland und das ist der Christian Lautenbach. Ehrlich, warum? Was passiert? War der alte Name nicht mehr so schön oder was? Hat er nicht mehr so schön im Sonnenschein geglänzt? Alter, 40,8. Ey, Pierre! 40,855. Anderson! Daniel Anderson, neuer Zweiter. 41,097. Ach stimmt, Max Florenz ist ja dabei. Klar, du hast recht. Dann sind es 4, Leon. Ich hasse es, wenn du recht hast. Hier, Max Florenz im Bild. Klar, ist ja auch mit bei. Ja, muss ich mich erst dran gewöhnen, weißt du, ich meine? Gerd Binder, P24. Auf geht's, Gerd, komm. Dirk Nies, P20. Oje, mach mal bitte, ich hab da so ein ganz blödes Gefühl gerade, Mirko. Mach mal bitte, ja, gerne. Florian Wilmer, 16. 42,365, André Schwarz. Alexander Rütz, P14. Oh, Ingo Schmidt, gelbe Flaggen, alles gut, Boxenausfahrt, das erklärt's. Mario Elderli, P31 mit 43,300. Freunde, mit 43,3 bist du auf der 31. Position. Das kann doch nicht wahr sein, aber Licher doch. Nee, das kann ja jeder behaupten. Ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Na, aber trinke ich gar kein Bier. Oh, Katastrophe. Ey, Nick, was los? Macht der Nick hier... From the last position to the first, oder was? Die Challenge? Oder hängt der noch irgendwie auf der... Ne, das lasse ich jetzt nicht. Das sage ich jetzt nicht laut. Hör auf. Nein, das mache ich nicht. Nein! Armin Schütz haben wir hier im Bild. Die 35 mit 45,177 aktuell. Persönlich schnellste Quali-Runde gesetzt. Nee. Ja, uff, das ist FSK 612 oder so. Detlef K, P18. Ja, genau, für die Clipsammlung, ja. Achtung, Mords, Achtung. Puh. Jetzt hätte ich gedacht, das ist Shepard gleich.
Boah, das ist schon krass. Das ist schon krass, wenn du hier aus der Box rauskommst, ne? Und willst dann ein bisschen Platz machen für die Jungs, die da vielleicht gerade auf einer Hotlap unterwegs sind. Aber bis dato, schön, schön geregelt, schön gelöst. Guck mal hier, die fahren sogar über die Wiese, ey. Robin Volland im Bild. Aktuell P5. Ja, das ist noch gültig, das Thema. Ja, Imola kann auch sehr voll sein. Bisaya P30, 43-0. Marcel Sauer P34. 43-7-15 für Marcel Sauer. P29, 42,777, also das Triple nach dem Komma für den David. 45,380 für Alvin Busian, das ist P22. 80.000stel Alvin, komm! Attacke jetzt. Aber ich sehe gerade keinen, der irgendwie Pöppel unterwegs ist oder dergleichen. Michael Pirschheim. P4, Johannes Zeus. P5. Max Florenz, 41,055. Das ist P3. Ganz stark hier. Anderson und Meyer. Unglaublich. 40,855 von Pierre Meyer. 40,880 von Daniel Anderson. Ihr seht es im Delta: 25.000stel. Peter Lindner vielleicht gleich mit der Verbesserung. Variante Alter, diese Schikane, ihr kennt sie. Hat nichts mit dem Alter oder mit Altern oder sowas zu tun. Das war der Cut bei Peter Lindner. Diese Runde ist ungültig. 5,5 Minuten haben sie noch. Dann ist Feierabend, dann ist Race Start. Peter Buchholz, P31, 43,172 für den Peter Buchholz. Ah, Friedrich Pfaffenroth, 0,5 im Delta. Judah, einen wunderschönen guten Abend. Murphys, grüß dich. Moin. Alter, 40,620 vom Griechen. Yannis Zeus fährt neue Polezeit. Gilaria, wunderschönen guten Abend. Mirko, ich habe falsch gelesen. Alles gut. Jula, wie geht's dir? Murphy ist alles fresh. Hilaria, wunderbar, dass du da bist, hey. Auch dir. Schön, dass du da bist. 40,5, Freunde, von Max Florenz. Oh, ich habe eigentlich nur drauf gewartet. Max Florenz führt 40,537 und somit auf die 1 nach vorne.
Paul Zeta, Robin Volland, kurz gelbe Flaggen draußen gewesen für den Robin. Runde ist ungültig. Muss Yoda, muss. Danny Anwand, neuer Siebter, 41,255 von Bayern Schmidt an Christopher, aber auch an Matthias Weggel, der ist auf der 9 gelandet bis dato. Ey, guck mal hier, der Weggelinski geht ab wie nach der Rettich, hat er gesagt. Matthias Weggel ist in der Top 10. Jetzt musst du nur noch halten, wa? Ah, kriegt er hin. Sehr schön, Murphy, es freut mich, Ein Tag noch buckeln, dann ist Wochenende. Da sagst du was, Yoda. Ja, bei mir nicht. Ich hab's vorhin auch im Discord und im Twitch schon geändert. Ich werde den Community-Tag morgen nicht halten können, Freund. Ich muss den absagen. Ich schaff es nicht. Ich habe Bereitschaft gedrückt bekommen, weil drei Kollegen erkrankt sind. Und einer davon hätte jetzt den Notdienst gehabt, den Bereitschaftsdienst. Und jetzt ist er mir aufgebrummt worden. Und ich kann natürlich nicht mit euch umherfetzen, auch wenn ich lieber viel lieber das tun würde. Keine Frage. Dann am morgigen Tage. Wenn bei mir das Telefon heiß läuft, weil die Leute zur Meinung sind, hey, meine Heizung geht nicht. Sicher. Ja, da ist eine rote Lampe an. Haben sie noch warmes Wasser und Heizung gehen auch, die Heizkörper werden auch warm. Ja, ja, das geht schon, aber die rote Lampe ist an. Alter. Wartungsmitteilung. Ja, und das macht nichts. Nein, das macht nichts. Sind Sie sich sicher? Ja, ich habe den Scheiße gelernt. Okay. Und mit sowas musst du dich halt rumärgern, ne? 40,455. Max, ey bitte, jetzt sag mir nicht, du hast bis auf das Ende gewartet, um jetzt nochmal Step by Step einen rauszuhauen, dass dich bloß keiner mehr kriegen könnte. 40,445 für Max Lorenz, Freunde. Geile Nummer. Christian Lautenbach, halbe Sekunde Delta. Mit was? Mach mal einen Punkt dazwischen, Yoda, bitte. Mit dem Kasten im Moment. Mit welchem Kasten? Heizung oder was meinst du? Oder Wasser? 40,900. Das ist P7 für Christian Lautenbach, Freunde. Ja, es ist teilweise echt krass. Vor allen Dingen, was ich so brutal finde, Dom, ist die Tatsache. Weißt du, da wird es gefühlt 5 Grad kälter. 5 Grad kälter. Und die Menschheit steht dann auf, weil sie so, oh Gott, das Weltuntergang nicht mehr. Jetzt überleg mal, du musst was an der Hauptwasserleitung, Kaltwasserleitung machen, an der, ne? Von der Stadtseite, die ins Haus kommt. Du hast da irgendwas. Du hast jetzt mal, keine Ahnung, du hast 1 oder 2 Tage kein warmes Wasser. Ja? Weil irgendwas nicht passt oder hast einen Speichertausch oder weißt du. Da gibt es Menschen auf diesem Planeten, die können, die denken nicht drüber nach, die sagen, oh Gott, ich. Weißt du, ob das ist eigentlich Luxusgut, wenn man so will, ne? Ey, dann setzt einen Top auf den Herd auf, weißt du, wie ich mein, Wasser rein, machst den Herd an, erst 5 Minuten, dann hast du kochendes Wasser. Hast du heißes Wasser? Das ist doch kein Problem. Lang doch mal kurz zum. Kriegen die nicht hin? Kriegen die nicht hin? Katastrophe. Weiß nicht, ob Daniel Enders noch was im Petto hat, Freunde. Ich weiß es nicht. Ja, gibt's natürlich auch. Weißt du, hat so eine Funktion, nennt sich Tauchsieder. Geht alles. Aber es gibt Menschen, die sind so verzweifelt, die kennen das vielleicht auch nicht. Ja? So speziell jüngere Menschen oder sowas. Ich hab mal so eine Situation gehabt, das war jetzt nicht hier am Bodensee. Das war eine junge, alleinerziehende Mutter. Die hat angefangen zu heulen. Die hat angefangen zu heulen, weil ich ihr sagen musste, dass sie heute Abend halt mal kein warmes Wasser hat. Das ging gar nicht für die. Hey, Lambo Kres, wunderschönen guten Abend, moin! Geht's dir? Schön, dass du da bist. Ach, scheiße. Ja, aber das muss nicht immer zwingend was mit dem Kundendienst zu tun haben. Oder mit dem Kundendiensttermin. Yoda. Es gibt Situationen, da ist es echt teilweise schwierig. Aber ich bin bei dir, es ist mega ärgerlich. Weil so ein MAG kostet Geld, so eine scheiß Pumpe kostet Geld, ja, und wenn das im ersten Moment nacheinander dann so kaputt geht, ne? Ich meine, klar. Du, aber das ist normal, weil das Ausdehnungsgefäß ist der Gegenspieler zur Pumpe. Wenn das Ausdehnungsgefäß keinen Vordruck mehr hat, beziehungsweise kaputt ist, na ja klar, was macht denn die Pumpe? Die Pumpe macht nichts anders, wie ständig ihre Drehzahl anzupassen, weil sich der hydraulische Widerstand im System ändert. Damit sich der nicht ändert, ist dieses Ausdehnungsgefäß da. Deswegen gibt es eine MAG, sagen wir im Fachjargon dazu. Ein Membranausdehnungsgefäß ist die ausgesprochene Variante. Also, hängt zusammen. Muss, Lambo Chris, muss.
Schön, Mann, freut mich. Was für eine rote Lampe. Was für eine rote Lampe. Kampfzwerge, klemm mich auf. DT ist klar für die Startnummer 40. Auswertung, Reko. 40? Warte mal, das ist doch der Dings. Das ist doch Pierre Meyer. Was meinst du mit Auswertung Reko? Kriegt der die... Achso, der hat jetzt die DT, meinst du? Warte mal, da können wir ja gucken. Können wir gucken. Testfahrer bei Dekra. Oh, geil. Geil. Oh, das ist nice, Lambo-Chris. Das ist auch so ein Berufsding, was nicht jeder hat, ne? Oder was du gefühlt nicht an jeder zweiten Ecke findest. Also, Strecke ist... Oh, Leute, in 30 Minuten soll es anfangen zu nieseln. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe gedacht, wir fahren nur Trockenrennen bei Hove Sim Racing. Freunde, Imolski wird nass. Imolski wird nass. Entschuldigung, Imola. Habe ich Imolski gesagt? Katastrophe. Also, in Italien. Bei 30 Grad im Asphalt. Strecke ist auf schnell in der Definition. 30 Minuten soll regnen. Du kriegst die Tür nicht zu, oder? Meine Herren. Sehr geil. Haben wir Imola schon mal nass gehabt? Das wird dämpfig, Lambo-Chris. Definitiv, das wird richtig dämpfig. Jetzt gehen wir mal gucken. DT-Auswertung Reko. Wie gesagt, diese Auswertung Reko-Kampfzwergerl, die irritiert mich gerade so ein bisschen. Das verstehe ich gerade nicht. Okay. Mach mal den Satz zu Ende, Mirko. Was waren da? Weil am 8. war irgendwie die Anfrage, ob wir da so ein Just for Funding machen. Aber 9. Das ist der. Können wir schon was bauen, wenn du Bock hast, Mirko? War wahrscheinlich ein Unfall aus dem. Okay, weil du siehst ja, Kampfzwergerl, der Pierre Meyer, also das 40er Auto, hat keine DT nachstehen. Ne, dass die vielleicht vergessen worden ist. Okay, wir müssen uns überraschen lassen. Kriegen wir auf jeden Fall gewuppt. Also, wir haben ein Mandatory Pitstop drin. Den muss ich noch schnell eintragen, sehe ich gerade. Über Minimum Stop Time. 20 Minuten haben wir hier bei Hove Sim Racing. Das Pit Window. Jawohl. Ach, nicht Manufacturer. Dip. Car Number. Race Gaps. So, wir sind startklar. So, ich gehe es jetzt manuell kurz durch, weil für das Starting Grid in Widget-Form ist keine Zeit mehr. Also, Pole-Setter, Max Florin, Sandl Andersen von der 2, Jonas Zeus von 3, Pierre Meyer von 4, Robin Volland von der 5, Michael Pirchan P6, Christopher Schmidt 7, Christian Lautenbach 8, Danny Anwand von 9, Matthias Weckel von P10, jawohl, sehr geil, Daniel Anning von 11, André Schwarz 12, Detlef Kip 13, Jens Alusar von der 14, P15, Alexander Rütz P16, Peter Lindner, Remo Kiefer von 17, P18, Konstantin Karl, Alvin Busjan 19, Jakob Hausinger 20, Moritz Falk 21, Florian Wilmer von der 22, Dirk Nees von 23, Daniel P von der 24, P25, René Moldenhauer, P26, David Brill, Gerd Binder von 27, Ingo Schmidt 28. Startposition, Beta Buchholz 29, Chris Heyer von 30, Mario Elderli von 31, Klaus Jäkel von 32, André Dvoracek von der 33. Startposition, 34 für Alex Langhorst, Armin Schütz von der 35, Marcel Sauer 36, Michael Weber von 37, Friedrich Pfaffenroth von der 38, Nick Lehfeld 39, Christian Richter von der 40, Daniel Hummel von der 41 und der Philipp Groß von P42 aus ins Rennen starten. Und das sind die beiden Fortune Hunter Racing Lamborghini. Beziehungsweise schaut es euch an, die letzten 4 Lambos sind alle von Fortune Hunter Racing. Was hättet ihr denn gemacht, ey? Was ist da los? Die letzten 4 alle aus dem FIA-Hause. Eieiei. Pierre, mein Lieber, grüß dich. Wunderschönen guten Abend. Weil ich Brands Hatch gekürzt habe wegen Spritmangel, finde ich hart, aber was soll ich machen? Okay. Ah, gut. Weil du hast ja keine DT laut Anzeige gerade, ne? Oh, das können wir machen, Mirko. Oh, das können wir machen. Da habe ich Bock drauf.
Ich habe, glaube ich, am 9. noch nichts drin. Lass uns das mal festhalten, Mirko. Da kriegen wir was hin. Da kriegen wir was gewuppt. Hey, Bing Bong! Wunderschönen guten Abend, grüß dich. Aber das eventuell fahren wir zu dritt, oder? Mirko? Oder hast du wieder im Double Pack gedacht? Steht? Sicher? Benni, mein Lieber, wie geht's dir? Ah, jetzt ist sie da. Jetzt ist sie da. Jetzt sehe ich sie. Ja, da ist also die DT jetzt in der Anzeige hinter dem Namen Pierre Meyer. Vorhin, wo ich geguckt habe, war sie noch nicht da, aber jetzt ist sie da. Okay, alles klar. Trotzdem viel Erfolg, Pierre, und vor allen Dingen auch trotzdem viel Spaß gewünscht, ne? Ganz klar. Muss, Benni, muss. Sehr schön. In die Einführungsrunde geht's hinein hier in Imola heute Abend. Morgen noch und dann Wochenende, Benni, oder? Ah, nee, warst du Schichtler? Nee, du warst kein Schichtler. Ah, stimmt, Kampfzwergel hat's auch geschrieben, noch nicht, kommt jetzt. Okay, alles klar. Nee, die Kombination, Lambo Chris, mit der Auswertung Reko. Weißt du, diese zwei, das habe ich nicht ganz gerafft im ersten Moment. Aber alles gut. Ich bin aufgeklärt worden. Passt. Ja, mir ist immer wichtig, dass da alle wegkummer. Jawohl, aber das passt. Also das komplette Feld ist auf die Reise geschickt worden. 30 Grad Asphalt, 24 Grad in der Außentemperatur und in den nächsten 30 Minuten soll es regnen. Da oben seht ihr das, wo ich mit der Maus gerade so umher havere. Nee. Nur bezogen auf Simracing, Chris, ne? Ganz klar. Ich bin hier nicht Dr. Sommer oder so für Arme, ne? Weißt du, wie ich meine? Oder Dr. Sommer 2.0, das kann ich nicht. Hör auf, das ist, Sumsen und Bienchen. Ja, nee, ist klar. Hör auf, mach sowas nicht. Hab auch nie Pollenflug oder sowas, ne, studiert. Also bitte. Was heißt hier unchristlich? Isa, hör auf jetzt. Du warst Schichtler? Okay. Blasphemie! Genau. Aber mit Selfie? Ja, der ist auch da. Ach, mit Seife, Entschuldigung, da steht's. Andi, es tut mir leid, Kuss geht raus, Digga. Entschuldigung, ich bin untröstlich. Selfie habe ich gelesen, ey. Nee, hör auf! Pst. Chris, aus! Nicht machen! Den Burschen zu Boden, genau ist es ja. Leon, warum ist die Scheiße in den Filter gelaufen? Damit ich sie freigeben kann. Ja, genau. Genau, noch keine 22 Uhr. Wir haben noch keine FSK 612 erreicht. Aber alles gut. Was muss ich? Nee, bei mir ist es die vierte Stunde, Lisa, erst die vierte. Nicht die erste, die vierte. Ja genau, du hast wieder was entdeckt, wo du mal drauf drücken musst, Leon, gell? Alles gut. Weißt du, was bei mir rauskommt, Lisa? Blablabla, Kuppel. Mehr geht nicht. Ah, das kriegen die gewuppt. T1 geht ja einigermaßen, ne? Also dieser Linksknick davor ist eh was wahrscheinlich... Glück geschah. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Go. Geil. Bis jetzt gut. Ja, ein bisschen Kontakt ist normal. Ihr seht, wie die Autos da nach Grip gieren. Die Fahrer massivst am Rühren sind im Gestühl. Koffer sind natürlich rotzevoll bis unter das Dach, ist normal. Bustian und Karl, Konstantin, Karl und Albin Bustian haben sich da ein bisschen
behagt. Florian Wilmer, Lackaustausch against Jakob Hausinger. Unsere Heizung ist die rote Lampe. Ach, okay, alles klar, das war der Spruch. Der Clip war das. Ja, genau, richtig, ja. Lass mich raten, das ist eine Fissmann, Jona. Das ist eine Fissmann-Heizung, ne? Ahu, da hat einer gestanden. Konstantin Karl war das gewesen. Vor Zufahrt Aqua Minerale, da seht ihr den Porsche. Jawohl, Konstantin Karl. In der Doppel-Links-Sektion bergab oder beziehungsweise in der, ja, eigentlich Doppel-Links-Bergauf-Bergab-Kombinationssituation. Guterus. Okay. Ich finde die Fissmann mit den roten Lampen, finde ich da immer ganz, ganz schwierig stellenweise. Remo Kipfer musste Position 19 jetzt mal kurz beziehen. Side by side zu Alexander Rütz im Porsche. Hier kommt Pierre Meyer rein, um die DT abzusitzen. Das ist okay. Wilmer hat es auch gewickelt. Ja, Florian Wilmer zurückgefallen auf 41. Korrekt, hier im Windschatten hinter Alex Langhorst, der hat einen Heckschaden, Freunde. Da sieht die Heckpartie böse demoliert aus, Heckdiffuser ist aber noch fest. Auch jetzt, nachdem Florian Wilmer mal ganz kurz Nahinspektion des Getriebetunnels betrieben hat. Meyer fällt zurück auf die 42. Position, ja, das ist klar. Kurz nach Rennstart, die Situation ist einfach noch sehr, sehr eng. Ja, nicht mal so weit auseinandergezerrt das Feld, als dass man hier nicht Gefahr laufen würde, vielleicht bis zum Ende des Feldes zurückzufallen. Robin Volland, Windschatten hinter P4, hinter Michael Pierschein, Christopher Schmidt ist hinter dem Teammate unterwegs, hinter Christian Lautenbach an der 7, Detlef Keep hinter André Schwarz, das ist P11 und 12, Peter Lindner hinter Jens Alusa auf der 14, ihr Kampf, Dreikampf aktuell gegen Dirk Nees auf der 19 vor Hausinger, dem Jakob und Gerd Binder dahinter. Absolut ungleiches Duell, wenn man so will. Nees ist der Silver Driver, Hausinger der Bronzefahrer und dahinter Gerd Binder ist der Gold Driver. Ferrari Heck ist ohne Dellen auch keine Schönheit. Also, okay. Frantix, morgen, grüße dich, wunderschönen guten Abend. Die 313 wird da angefeuert. Die 313, wer hat die 313? Ah, hier, Daniel Arning, da ist er. Auf der 9 unterwegs, klebt im Windschatten hinterm Werkskollegen, hinter Matthias Weckel. Doch, 41.682, schnellste Rennrunde gefahren von P3 von Yannis Zeus, unserem Griechen. Oh, da geht es zwei Positionen zurück aus Sicht des Peter Lindner. Fällt zurück hinter Moritz Falk und Alvin Busjan auf die 16. Position. Da bin ich bei dir, Jona. Da bin ich bei dir. Auch allein, was die da für ein Hustenaggregat mittlerweile eingebaut haben, von wegen, keine Ahnung, dem hörst du 10 Minuten zu in Real Life und danach hast du das Gefühl, du musst ACC akut in der Apotheke besorgen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also mir persönlich gefällt es nicht, die Akustik des Stuhls, des neuen Fefe. Und von der Optik her, ja, ich finde die Vorgängermodelle schöner, ganz klar. Ja, ist doch so, oder Chris? Jetzt mal ohne Witz. Weißt du, das Italienische, das Rosso, ja, dieses ja, prädestinierte Pferd, das ist genauso wie der Stier im Lambo-Bereich. Jetzt überleg mal, die würden dann 2 Liter, weiß ich nicht, mit einem Quattro-Turbo aufgeladenen System da reinhusten. Ja, das ist ja, wie klingt denn der? Das ist doch scheiße, Alter. Da fahre ich lieber ein Smart rückwärts. Geilsten sind die Aggregate, wo du hinten dran stehst. Am besten hast du eine hochliegende Auspuffanlage, so nach dem Format Lambo oder McLaren-Style. Weißt du, wie ich meine? Wenn die den Stuhl anlassen und die einfach dann im Gesicht einfach... weil es drückt im Gesicht, weißt du, wie ich meine? Weil da alles fortfliegt, weil dich der Stuhl anbrüllt. Und ich so, oh, Achtung, ich mache hier mal kurz ein bisschen... Fertig, läuft. Hä? Was? Nein! Katastrophe. Ist nicht meine Welt. Motorsport muss stinken, laut sein und muss drücken im Gesicht. Und nicht diese, oh, wir müssen mal gucken. Ich meine, ich finde es gut, dass sie damals Downsizing betrieben haben, zu sagen, okay, wir müssen ein bisschen gucken, dass auch womöglich kleinere Teams mit kleineren Budgets etc., ne? Vollkommen, bin ich bei euch. Aber macht doch bitte nicht sowas.
genau, Lambo, Chris, sonst könnten wir auch F1 dazu sagen, ja. Wir hatten Kumpel früher immer gesagt, ja, die Formel Elend, ne? Formel E. Oh Gott, Katastrophe. Daniel Pay, bisschen Lackaustausch gehabt hier, oder? Ey, schaut euch das bitte an, hinter René Moldenhauer. Dieser D-Zug. Eigentlich müssen wir bei Gerd Binder anfangen hier am gelben Pfeffer. Tora, wunderschön genannt. Grüße. Ja, mir fehlt da irgendwas, Lisa. Angefangen von der Akustik bis über, ne, der Rest halt. Ja, es war halt so, Judah. Ganz genau, es war halt so. Oh, Sidekick Racing mit David Brill am Steuer. Ging da weit im Bereich Aqua Minerale. Fällt zurück auf die 28. Position, reiht sich hier ein und das ist der Angriff von den beiden blauen Porsche-Piloten von Voracek gegen Mario Elderly. Das war ein hartes Manöver. Da würde ich es auch komplett verstehen. Ja, das tut er auch in dem Fall. Mario Elderly hat sich da beschwert. Dieser Angriffsmove, der war nicht von schlechten Eltern. Aus Sicht des Andrit Voracek. Marcel Sauer. Bisschen Geplänkel ab gegen Armin Schütz oder umgekehrt. Vorne an der Spitze relativ entspannt. Christian Lautenbach jetzt vorbei am Teammate an Robin Volland. Dahinter der nächste Teammate. Also die fahren hier im Dreier gespannt, die Vinari Racing Jungs. Ist okay, ist vollkommen legitim, wenn die da mal eine Position wechseln oder so. Alles tiefenentspannt, weil es ist teamintern. Max Florenz auf der 1. Der vierte Vinari Racing Kollege im Bunde. Es waren halt noch richtige, ne? Das waren richtige Koffer. Geil. Also, wenn ich dran denke und wir haben nachher noch ein paar Minuten Zeit nach dem Race, so ungefähr nach den Interviews, dann erinnert mich mal, ich erzähle euch eine Story. Lacht ihr euch kaputt? Ey, da lacht ihr euch kaputt. Ich muss nur dran denken. Daniel Anderson 2, Jonas Zeus auf 3. Michael Pirchheim auf 4, Christian Lautenbach 5. Robin Volland auf der 6. Position, Christopher Schmidt P7. Daniel Anning auf der 8, Danny Anwand 9, Matthias Wegel auf 10. Da läuft's. André Schwarz P11, Detlef Kipp 12, Jens Anuser 13. Moritz Falk auf der 14, Alvin Bussian auf der 15, Peter Lindner P16, Remo Kipfer 17. 18. Position für Alexander Rötz, dann auf 19 Jakob Hausinger, Gerd Binder 20, Dirk Nees 21, Under Pressure von Daniel Pay auf der 22. Ja, mal kurz das Windschatten raus und gezeigt. Immer gut, René Moldenhauer 23, Ingo Schmidt 24, Philipp Groß 25. Er ist von der 42 aus gestartet, Freunde, das nur so am Rande. Der Philipp Groß ist bekannt dafür, dass er durchs Feld furcht wie ein Berserker. Aber großartig, David Brill. P26, David Brill, da ist er, André Dvoracek 27, Chris Heyer 28, Marcel Sauer 30, Armin Schütz habe ich überlesen, P29 im Pfeffer, Michael Weber 31, Daniel Hummel auf der 32, gab ein bisschen Techtelmechtel, Christian Richter 33. Oh, passt, oh, da vorne gelb für Moritz Falk. Da kam er aus dem Dreck, retour. Muss jetzt hier verteidigen gegen Dirk Nees, der probiert es über die Außenseite im Porsche. Oh, sehr geil, Lambo Chris, ja. Sehr, sehr nice. Moritz Falk jetzt auf der 20. Jakob Hausinger 18. Alexander Rütz direkt hinter Remo Kipfer, hinter dem Schweizer. Daniel Anderson bleibt dran an Max Florenz. Sehr, sehr geil. Probiert ihm da die Stirn zu bieten. Nick Kleefeld und Florian Wilmer haben da ein bisschen Lackaustausch gehabt. Das ist P34, P35, 36 für Alex Langenhorst. Davor Christian Richter auf der 33. Der muss sich breit machen, der Christian. Geht. Aktuell hat er die Rückendeckung vom Teammate dahinter von Nick Kleefeld. Mario Elderly ist auch nur eine Sekunde dahinter auf der 37. Aber es sind noch alle am Fahren, das ist sehr, sehr geil. Hier, Peter Buchholz, P38. Vorbei am Teamkollegen, an
Oh, was war das für ein Angriff, Mann? Pierre, alter Verwalter. Ganz, ganz brutaler Überraschungsangriff aus Sicht des Pierre Meyer, des Audi-Piloten, gegen Friedrich Pfaffenroth. Er hat es aber gesehen, Gott sei Dank. Konstantin Karl P41 und Klaus Jäkel aktuell auf der 42. So, wenn wir kurz runterrechnen, wir haben die ersten 10 Minuten bzw. 11 Minuten jetzt absolviert. 20 Minuten Zeitfenster für die Pitstop-Situation habe ich vorhin erwähnt. Das heißt, bei 40 Minuten, also sprich in knapp 9 Minuten, geht das Pit-Window auf die Boxengasse und bleibt geöffnet bis zur verbleibenden 20 Rennminuten Restdistanz. Schmitty, mach's gut, mein Lieber. Komm gut zu liegen. Schönen Abend noch gewünscht. Toi, toi, toi. Dann maximalen Hybrid, ja. Die Preise momentan, das ist... Nee, darfst du keinem erzählen. Nee, das geht nicht. Das ist genau das Gleiche, Judah. Das ist genau das Gleiche, wie das im Überlegen sind. Von wegen, du musst ab 60 eine Fahrtüchtigkeitsprüfung ablegen. Du musst deine Fahrtüchtigkeit führerscheinbezogen nachweisen. Was mache ich denn als Handwerker? Was mache ich denn als Handwerker, der bis 65 bzw. bis 67 später arbeiten soll? Ich bin ja aufs Auto. Ich bin Techniker. Ich brauche mein Auto. Ja, aber nicht mit 60, Lisa. Nicht mit 60. 70. Vollkommen okay. Wenn das Arbeitnehmervolk oder wenn der Arbeiter in Rente ist, vollkommen legitim. Oder, ich sag jetzt mal, bei begründeten Situationen bin ich bei dir. Freunde, es regnet. Es regnet! Es zipfelt vom Himmel hinab! Das ist doch nicht wahr! Und die Nutzt der Stunde der Kunde der Katastrophe! Das nutzt die Gunst der Stunde aus der Philipp Groß. Was habe ich gerade gesagt? Boah, lecko mir, das darfst du keinem erzählen, Mann. Philipp Groß, jetzt aber auch von René Moldenhauer erneut getoppt worden. Moldenhauer auf der 23, Philipp Groß jetzt P24. Swat, mein Lieber, einen tollen, tollen Abend gewünscht. Komm du auch gut zu liegen und bis zum nächsten Mal, Digga. Kuss geht raus. 10 Minuten Regen, mit mehr Regen dann wieder trocken. Kann passieren, ja. Wir gucken gleich mal, oh, da gibt es schon die ersten gelben Flaggen. Alexander Rütz steht, Aqua Minerale, Philipp Groß, René Moldenhauer, auch nochmal ein Lackaustausch. Hast du nicht gemacht, Alter? Oh Gott. Außenrum ist der da vorbei, der Philipp Groß. Ja klar, wenn dem die Vorderachse wegbricht, ne, muss er natürlich außenrum gehen. Das hätte fast gescheppert. Der ist da gerade so mit Achengraf vorbeigeslittert. Das ist Christian Richter, dem jetzt hier gelbe Flaggen zu Hilfe eilen, auch die Aquaminerale. Das ist der Michael Weber, der macht schon extra mega slow. Und Pierre Meyer steht in der Box. Warum? Warum steht der Pierre Meyer in der Box? Pierre, wenn du mich hörst und schreiben kannst, Digga, was ist passiert? Kampfzwergel, weißt du was? Eventuell Christian Lautenbach. Robin Volland vorbei an Michael Pierchan. Der Wechsel um P5. Freunde, jetzt geht's vorwärts. Jetzt überschlagen sich die Ereignisse. Es wird schlagartig saurutschig on track. Garten. Also ich denke, die gedankliche Richtung, Lisa, ist identisch, ja. Aber ich denke, der Zeitpunkt, um das Ganze wirklich zu triggern, auszulösen, sollte nochmal überdacht werden, wenn dann. Beziehungsweise habe ich die große Hoffnung, dass es definitiv nicht eintritt. Philipp Groß bleibt dran an René Moldenhauer. Peter Lindner im Windschatten hinter Jens Alusar. Fahren wir kurz ein paar Meter mit im FIFA. Im Manta? Nee. Ich glaube, da musst du alles an Innereien verkaufen, gefühlt, was du hast, Lambo Chris. André Schwarz, zurückgefallen hinter Detlef Keep, das ist der Porsche im Vordergrund, an P11 jetzt unterwegs.
vor der letzten Schikane. Okay. Ach, das ist der Fehler von Detlef Kiep. Ganz klarer Vorteil für André Schwarz. Ging wieder vorbei. Philipp Groß ist vorbei an René Moldenhauer. Chris Heyer ist in der Box. Da ist der Chris zu sehen. Boxeneinfahrt genutzt. Daniel Hummel übernimmt somit P29. Ja, du kannst vom Server runter, wenn du willst. Ja, es gibt natürlich auch ganz beschissene Ausnahmesituationen, Yoda. Das ist schon richtig. Naja, gut, klar. 5 Millionen mehr, mal mehr Grip gehabt, den habt ihr gesehen. Ganz leichtes Gischwürfnis schon hinter der Hinterachse. Das Fefe pilotiert von Robin Volland. Jetzt probiert das gegen den Teammate, gegen Christian Lautenbach. Ja, da hat er sich verschätzt. Zu spitz rein. Dafür war es dann trotzdem zu rutschig. Position müssen sie gerade mal wieder tauschen. Oh ja, oh ja. Der ist auch gut. Ja, glaube ich dir, Lisa. Glaube ich dir. War bestimmt auch eine blöde Phase, ne? Also eine schwierige Zeit. Ja, das stimmt. Da sagst du was, ja. Da sagst du was. Schöner Angriffsversuch von Nick Lefeld gegen Armin Schütz. Keine Chance für den Armin, dazu gegenzuhalten bzw. zu kontern. Wechsel um die 29. Eine Dreiviertelstunde für 15 Kilometer. Okay. Ja. Nee, alles gut, Pierre, alles gut. Mach dir keinen Kopf. Nick! Oh. Das war jetzt knapp gerade. Auch Florian Wilmer war da kurz in Trouble gewesen. Jetzt geht's los, Mann, jetzt geht's los. Jetzt sehen wir hier die ein oder anderen massiveren Positionsverluste und vielleicht auch die ein oder andere häufigere Gelbsituation. André Schwarz, der Nächste. Auf Abwägen, abseits der Strecke unterwegs. Regen wird stärker, habe ich den Eindruck. Wir schauen ganz kurz nach. Nö, nicht wirklich. Strecke ist als feucht definiert. Das sieht mir aber nicht mehr wirklich nach feucht aus, ey. Ja, wobei. Ja, doch, doch. Also die Jungs und Mädels müssen auf jeden Fall schon ein bisschen zaubern, weil auf Ideallinie zu fahren, auf der Trockenlinie, schwierig. Alexander Rütz, wo ist er? Da ist er. Die 28 hat er jetzt inne, war mal kurz in der Wiese. Kleefeld folgt Florian Wilmer, der jetzt vorbeigeht am Teammate von Kleefeld an Christian Richter. Ey, der Fadi Zock, grüß dich mal lieber, wunderschönen guten Abend. Ganz, ganz schwierige Bedingungen. 5 Sekunden noch, dann geht die Box auf. 5 Sekunden noch. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere lupft und dann reinzirkelt. Nein. Machen Sie nicht. Glaube ich dir, Lisa, ja. Glaube ich dir. Einkauf ist doof. Ja, definitiv. Definitiv. Lasst es ruhig angehen, Freund. Ich weiß, es ist teilweise kritisch. Konstantin Karl ist drin. Friedrich Pfaffenroth, Peter Buchholz, Michael Weber kommt reingefahren. Chris Heyer auf der 41. Ja, die Frage ist, wie lange es jetzt braucht, dass man eventuell wieder richtig fliegen lassen kann mit dem Slick. Weißt du, wie ich meine? Robin Volland wieder auf der 4, wieder vorbei. An beiden Teammates, an Lautenbach, aber auch an Kollege Schmidt.
Max Florenz, knappe 2 Sekunden, setzt sich ab von Daniel Anderson auf der 2. Jonas Zeus kommt rein. Jonas Zeus kommt rein. Das heißt Wechsel um P3. Robin Volland jetzt auf der 3. Jakob Hausinger vorbei an P17, an André Schwarz. Und der wollte hier verteidigen gegen Moritz Falk, aber der ist da so massiv innen reingestochen, der Moritz. Also der hat es einmal richtig fliegen lassen. Schöner Move. Kurz die gelben Flaggen draußen für Peter Lindner. Und das war nicht das Thema Boxengassenausfahrt. Pirchheim ist auch drin, der Michael, sowie Jens Alusa. Das heißt, Dirk Nies gewinnt die eine oder andere Position. Da ist ein Bild. P18 jetzt für den Dirk. Schönes Ding. Klaus Jäkel im Windschatten hinter Alex Langhorst. Auf geht's, Klaus, komm. Attacke jetzt. Full Send. Okay, da gehen sie rein. Langhorst drin, Schütz ist drin. Ingo Schmidt ist auch drin beim Pitstop. Ist wie gesagt das Pitwindow offen. Die können jetzt ihr Pflichtprogramm abreißen. Will man vorbei. Nee, 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 noch nicht, noch nicht. Will man gegen Marcel Sauer. Ey, Citro. Alles cool, mach dir keinen Kopf. Schön, dass du da bist, Mann. Alles feini. Lorenz, der fühlt sich irgendwie sauwohl, der Max. Guck mal hier, der setzt sich weiterhin ab. 3 Sekunden plus hat er schon Vorsprung vor P2. SF Sim Racing grüßt dich, wunderschönen guten Abend. Daniel Pay im Windschatten hinter René Moldenhauer. Alexander Rütz dahinter ist auch nicht so weit weg. Jonas Zeus zurück auf der Strecke an P31. Ne, jetzt auf der 30 ging da gerade vorbei an Marcel Sauer. Da ist ein Bild der Jonas Zeus. Das ist doch bereinigt schon der Kollege. SF Sim Racing, wie geht's dir? Jo. Kann man machen, oder? Moritz Falk, Jakob Hausinger. Gehen da vorbei an André Schwarz. Quatsch! Das ist ein Überrundeter. André Schwarz ist der AMG mit der 888 als Startnummer. Da ist ein Fefe mit dabei. Das ist hier, Oh Gott, zack, wo ist er? Nee, das ist er auch nicht. Das ist er auch nicht. Nee, das ist Zufall, Yoda. Das ist so wie mit anderen Communities oder Liga-Formaten auch, ne? Die Jungs und Mädels müssen das Thema vorher wählen. Marz und Philipp Groß haben mal ein bisschen Kontakt gehabt. Und ja, dann müssen sie da durch, ne? Und es gab halt einige, also speziell Team Schwarzbibude, die sind alle auf dem BMW unterwegs. So, schon wieder auf der 27 ist vorbei gerade an Mario Elderly. Gibt keine blöde Frage, Lambo Chris. Gibt keine blöden. Wie connectet man auf die Server nur zum Schauen, wenn das nicht so. Wenn die das nicht so eingestellt haben? Nein. Nein. Du brauchst ACC. Okay? Das ist ganz wichtig. Du brauchst natürlich auch dementsprechend die Strecke. Ja, die Autos sind erstmal scheißegal. Also die Auto-DLCs brauchst du jetzt nicht zwingend, hätte ich gesagt. Aber du brauchst auf jeden Fall die Strecken-DLCs oder die Strecke, ne, wo der Server ist. Und dann gibt es ein sogenanntes Spectator-Passwort. Und wenn dieses Spectator-Passwort gesetzt worden ist, dann musst du das natürlich wissen. Und mit diesem Spectator-Passwort, in meinem Falle, das gebe ich dann da ein, ne, in die Passwortleiste und dann gehe ich drauf. Und dann weiß der Server automatisch in dem Moment, wo ich joine, dass ich der Tipfel bin, der zuguckt. Ne? Das heißt, ich kriege kein Auto zugewiesen.
ich belege auch in dem Fall keinen Platz, der von serverseitig mit Daten versorgt werden muss. Das ist der Riesenunterschied. Da sehe ich einen Frontschaden am Auto von Daniel Pay. Freunde, wie macht die Motorhaube? 18, genau. Breuer, wunderschönen guten Abend. Genau. Ja, also es gibt normalerweise, es gibt drei Passwörter im Grunde, ne? Oder du kannst drei Passwörter setzen. Du hast ein Admin-Passwort, du hast ein ganz normales Zugangspasswort für den Fahrer, ja? Und du hast ein Spectator-Passwort. Fertig. Alvin Bussian in Problemen. Nee, Boxenausfahrt, alles cool. Daher kurz mal die gelben Flaggen. Ich krieg da mal halb Schnappatmung. Da ist kein Radsatz gewechselt worden, Freunde. Reine Standzeit beim Alvin, 28,2 Sekunden. Breuer, wie geht's dir? Schön, dass du bist. Nee, die kriegst du nicht. Nein, die kriegst du nicht. Also, die Spectator-Passwörter müssen immer zugeteilt werden. Also, die wenigsten, die... Weil das Problem ist... Pass auf, das Problem ist folgendes. Wir nehmen jetzt mal die Extremsituation. Suzuka, 100 Teams... Jedes Auto, 4 Fahrer. Das sind 400 Fahrer. Okay? Das geht im ersten Moment gar nicht. Also doch, das geht schon, aber das wird übel für den Server selber. Meine Server sind so eingestellt, dass ich sage, ich lasse maximal 200 Connections drüber laufen. Okay? So, jetzt überleg mal, jede Connection ist natürlich auch die Zuschauer. Jeder Zuschauer ist natürlich auch eine eigene Connection. Du hast zwar einen minimalen Dataflow, ja, aber es ist trotzdem eine Connection. Okay? Also eine Verbindung dahin. Und das musst du mit auf dem Schirm haben. Und wenn du natürlich jetzt, ich sag mal, du hast jetzt, keine Ahnung, 2, 3 Caster mit bei, alles gut, die haben das Passwort. Und jetzt hast du noch irgendwelche Spotter mit dabei. Ja, das sind auch ratzfatz 50, 60, 70, 80 Verbindungen weg. Weißt du, was ich meine? Plus die ganzen Fahrer. Sondern bist du vielleicht in Summe bei, keine Ahnung, 600 Connections. Dann macht der Server schlapp. Das geht gar nicht. Genau. Und deswegen geben da einige einfach dieses Spectator-Passwort ausgewählt nur an die Streamer weiter und dann ist es gut. Oder beziehungsweise an die Caster, die dieses Thema halt live moderieren. Beziehungsweise hast du natürlich dann auch Live-Stewards, ne? Die müssen auch über den Spectator-Zugang draufgehen. Muss, Breuer, muss. Morgen ist Freitag. Schönes Duell. René Moldenhauer. Nein, jetzt ist er ein bisschen zu weit rausgekommen für die zweite. Links muss er die Tür offen lassen. Für den Ingo Schmidt. Ingo Schmidt geht vorbei. P33. Ja, kein Thema. Dafür sind wir ja da. Mensch, Lambo Chris, kennst du doch. Für mich gibt es auch nichts Tolleres, wie man nicht mit euch debattieren kann und gewisse Sachen einfach Unklarheiten ausräumen kann. Boxeneinfahrt für Peter Lindner. Seine Position, die 9, übernimmt in dem Moment Remo Kipfer. Wo ist Chrissy und Chris? Wo sind die Chrissys? Da. Christopher Schmidt P4, Christian Lautenbach auf der 5. Wo ist der Robin? Mein kleiner Zipfelglotscher. Ey, Volland, wo bist du? Robin? Hier auf der 3? Was macht denn der auf der 3? Hat er sich gelöst oder was von seinen Buddies? Tatsache hat er. Robin Volland auf der 3. André Schwarz in Gelb. André Schwarz unter Gelb, nicht in Gelb. Moritz Falk, Nutznießer, übernimmt die 13. Philipp Groß vorbei an Matthias Weggel. Oh, schauen wir kurz mal nach. Das sah ein bisschen strange aus. Ah, da kommt einer der AMG aus der Wiese zurück. Nee, das passt. Töchterlein will abgeholt werden und schönen Abend. Joda, mach's gut. Schön, dass du da warst. Toi, toi, toi. Wenn wir uns morgen nicht hören. Nee, ich bin ja morgen nicht da. Schönes Wochenende auf jeden Fall schon mal gewünscht, Joda. Bleib mir munter. Jonas Zeus. Oh, war der späte Manker. Viel zu spät. Viel zu spät für die Herpenberger. Ah, ja, klar, logisch, ne? Logisch. Dir muss es ja die Hinterachse wegwickeln, hätte ich bald gesagt. Wenn du da auf der. Oh, was war das denn? Ey. Jonas. Carefully. Das war ein Harakiri-Rejoin, Alter. Leckumi unsere Ärmel. Da hätte er fast den Michael Pirchheim erwischt. Die haben sich sogar berührt. Pirchheim und Zeus haben sich berührt. Daher die Ausrufezeichen hinter deren Namen links im Tower.
Ja, wenn es Adrenalin manchmal kickt, ne? Florian Wilmer, Boxen. Nee. Der hat Escape genutzt. Das ist Escape-Nutzung gewesen bei Florian Wilmer. Irgendwas hat nicht gepasst. Das war der AMG, den wir vor kurzem, da haben wir auf der Seite stehen sehen. Erdinger, grüß dich, moin. Motorschadenleiter raus. Wieso Motorschaden, Flo? Was passiert? Du bist doch der Florian Wilmer, oder? Erdinger, wenn ich es richtig im Kopf habe. Motorschaden? Hast du das Ding überdreht? Ja. Oh, David Prill. Kontakt gehabt, scheinbar mit Friedrich Pfaffenroth. Okay, die haben sich vorher ganz leicht touchiert. Vor dem Austritt des Friedrich. Auto so, Motor so, yep. Oh, scheiße. Aber der AMG hat doch normalerweise so einen riesen Drehzahlband. Den AMG zu überdrehen, ist doch eigentlich echt schwierig. Ja gut, doch, wenn du den wie bekloppt runterklopfst. Beim Runterschalten. Oh, der Exit war nicht gut von Daniel P. Oh, was eine Reaktion vom Griechen von Yannis Zeus. Elderly und Pay weiterhin am Debattieren. Bei 170. Von der 3 in die 1. Nee, das verzeiht ja auch so einen riesen AMG-Motor nicht. Ja, das stimmt, ja. Ach du Scheiße. Nee, gibt's generell nicht, Leon. Die Downshift Protection gibt's gern. Also, es gibt in Anführungszeichen die Downshift Protection oder beziehungsweise die Shift generelle. Die Shift-Sequenz sind 50 Millisekunden. Das ist werkseitig immer so eingestellt. Das ist die Basiseinstellung in ACC. Aber das ist beim Runterschalten immer so eine Sache. Ne? Ich meine, 50 Millisekunden, das ist nix. Und wenn du da voll im Flow bist und nicht dran denkst, ne, und hast dann auch natürlich so eine scheiß slippery Strecke, wo dir sowieso ganz schnell mal das Rad steht, womöglich. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. André Schwarz, Boxenstopp für ihn. Knappe 7 Minuten ist die Box noch offen, das ist okay. Auto ist mir weggegangen, wollte abfangen, runter. Ah, okay, ja. Ich glaube, das war eine blöde Kombination dann, Erdinger, aus dem Momentum, dass du das Auto verloren hast, dass sowieso dann auch die Elektronik nicht mehr wirklich reinregelt, weil wenn du die Karre verlierst, hast du sowieso eine, dann rafft das Auto ja auch, dass du überhaupt keinen Grip hast mehr in dem Moment. Dann regelt auch nichts mehr rein, ne? André Schwarz, Boxenausfahrt. Kurzer Stopp für den André. Richtig kurzer Stopp. Hat der da die Slicks drauf? Ich glaube ja. Ja, das ist tendenziell richtig, Leon, das stimmt. Also hier beim Jonas geht man auf Nummer sicher, der hat nämlich definitiv die Regenreifen drauf. Wir gucken mal ganz kurz nach. Der Mario Elderly kommt aus der Box geschossen. Auch eher kurzer Stop. Da ist auch kein Radsatz gewechselt worden. Ich gehe davon aus, der hat die Slicks drauf. Ja. Da seht ihr die gelbe Randung, ne? Umrandung. Das ist der Slick. Aber ganz schön böse. Ey, Mario, was hast du mit dem Koffer gemacht? Der sieht ja aus wie Sau. Was sagt's Wetter? 28 Grad im Asphalt, in 10 Minuten soll es trocken sein. Also zumindest soll der Regen weg sein. Inwieweit es final abtrocknen wird, das ist eine ganz andere Partie, ne? Freunde, Max Florenz, jetzt kommt er rein. Daniel Anderson ist auf der 2, der hat 8 Sekunden circa Rückstand. Meinst du? Okay, schauen wir mal. Ja, dann hätten wir noch ungefähr 22,5 Minuten verbleibende Renndistanz. Ob es abtrocknet final? Schauen wir mal, ich weiß es nicht.
Also, Anderson auf Führungsmetern unterwegs. Daniel Anderson auf der 1. Robin Volland in the Pits, genauso wie Christian Lautenbach. Was macht Daniel Arning? Daniel Arning bleibt draußen. Arning wird also gleich P2 erben. Schwupps, da ist es passiert. Sehr geil. Danny Anwand kommt reingefahren. Detlef Kipp. Was macht der Detlef? Bleibt er draußen oder fährt er rein? Macht Anstalten, draußen zu bleiben. Remo Kipfer kommt rein. Philipp Groß fährt rein. Auf der 9, Freunde. Philipp Groß. Matthias Wedel kommt rein. Jakob Hausinger biegt ab. Moritz Falk bleibt draußen. Mega. Der Philipp Groß ist von der 42 aus gestartet. Achso, das war auf deinen Satz mit 98 Berliner Tegel-Tunnel geschafft. Peugeot 306 GTI war ca. 120 in Stadt, in den vierten, in den zweiten geschaltet. Bam, Drehzahlbegrenzer, hat den Tunnel zugebrüllt, gut nach vorne genickt. Ja, das glaube ich dir, ja. Das ist ekelhaft bei Autos, die über Steuerkette fahren, ne? Die springt nur einmal. Wenn die Steuerkette springt, ist vorbei. Das ist ein katastrophalen Kapitalmotorschaden. Kipfer, Boxenausfahrt, Philipp Groß. Boah, ey, minimale Stoppzeiten, ey. 5,8 bei Remo Kipfer, 6,5 bei Philipp Groß. Damit meine ich nicht 6,5 zum Saufen, ne? Ich meine 6,5 Sekunden, Freunde. Das muss hier gleich klar verstehen, ne? Dirk Nees, Boxenstopp, Nick Lefeld ist drin, Hausinger, der Jakob immer noch. Darf jetzt weiterfahren, passt. Klaus Jägl ist auch drin beim Stopp, übernimmt also Alvin Bussian. Jetzt Position Nummer 23. Dirk Nees auf der 4,2 Sekunden. Der war richtig flott, der Dirk. Der wollte gleich weiter. Genau, Zahnriemen ist gefährlich, Steuerkette ist massiv, ja. Wenn der Zahnriemen überspringt, kannst du nochmal Schwein gehabt haben oder dir brechen halt die Nasen weg, aber Steuerkette, da bricht nichts weg, da geht der Motor hops. Sechs halbe, ja. Ja gut, bei uns halbe ist halt, ne? Gib mir mal halbe, ja, dann kriegst du halt ein Bier, ne? Ist so. Kein Witz. Michael Pierschein vorbei an Daniel Hummel. Fortune Hunter Racing mit der 81 als Startnummer. Biegt ab der Daniel Hummel. Jetzt ist Arning drin. Anderson immer noch draußen geblieben. Der Daniel muss jetzt rein. Sonst ist die Box zu. Boxenausfahrt für Arning. Passt. Für den Namensvetter. Oh, der muss jetzt echt Gas geben. Ja, das schafft er aber. Das ist kein Ding. Der ist in 20, 25 Sekunden ist der in der Box drin. Wenn es hochkommt. Ja. Detlef Kipp, der muss auch rein jetzt. Oh, das könnte knapp werden. Oh, Freund, das könnte richtig knapp werden. 45 Sekunden ist die Box noch geöffnet. Detlef Kipp muss jetzt reinfahren und zwar Fullgas. Bergab. Ja, schafft er. 20 Sekunden noch offen. Acht. Linie überfahren. Passt. Detlef Kipp ist safe. So, wo ist Max Florenz? Ja, der ist wieder auf 1 gleich unterwegs. Anderson steht noch. Nein, der rollt schon wieder raus, aber das reicht nicht. Max Florenz kommt vorbeigeflogen. Max Florenz wieder auf der 1. Max, das war knapp. Aber gut reagiert vom Porsche-Piloten. Schön gelöst. In dem Fall war das der Michael Weber. Nee, der richtig Pfaffenrot war es gewesen. Klaus Jägl im Zweikampf gegen Konstantin Karl. Hinter ist er. Oh, nein, jetzt nicht mehr.
Oh, das war sehr massiv. Dieser Contact, ich glaube, da werden sie nochmal nach dem Race kurz drüber sprechen wollen. Wäre nachvollziehbar. Dreikampf gegen Andrej Dvořáček. Also ihr seht, ne, Schattierungen womöglich. Weiß nicht, ob ihr das im Stream schon so gut seht, aber die Ideallinie mehr oder weniger ist schon am Abtrocknen. Boah, jetzt habe ich mitgebremst, Alter. Katastrophe, ey. Geringfügig sollte das eigentlich heißen. Freunde, der eine kommt ins Rutschen, der andere erschrickt und der dritte im Bunde sagt, ich will nach Hause zu meiner Mama. Nee, also, Spaß beiseite. Gut, haben sie es gelöst, weil alle drei haben sich nicht berührt. Das war ganz, ganz wichtig. Andrej Dvořáček, 22. Jakob Hausinger, 23. Jens Alouzar auf der 24. Das sah total weird aus, Lambokris. Bin ich bei dir. Moritz Falk vorbei an Daniel Hummel. Auf der 19 jetzt unterwegs der Moritz. Alvin Bussian. Im Windschatten hinter Dirk Nees. Komm, fahr mal eine Ecke mit. Im AMG, pilotiert von Alvin Bussian. Da wird es vielleicht jetzt ein wenig besser, ne, dass die Ideallinie abtrocknet. Oh, da vorne hat es böse gescheppert. Jonas Zeus und Philipp Groß scheinbar. Reichen mir 10 Sekunden? Ne, reichen mir nicht. Schön gemacht hier von Philipp Groß. Gefühlt die TC ausgeschaltet, den Koffer mal im absoluten Pro-Format rumgeschmissen und weiter geht's. Aber ihr seht hier Frontschaden. Wie macht die Motorhaube, Freunde? Genau. Bei Jonas Zeus ist der Aerodynamikschaden an der Frontpartie gegeben. Ist auf der 14 unterwegs. Davor ist der Philipp Groß. Wir gucken kurz in die Heckpartie an das Lambo mit der 51. Diffusor ist fest, aber der wird trotzdem die eine oder andere Sekunde haben an Schaden. Selfie, willkommen. Willkommen zurück. Ach, du warst kurz was futtern? Okay. Alles gut. Ich hoffe, es hat gemundet. Max Florenz vorne auf der 1, Freunde. Knapp 11 Sekunden ist der weg. Anderson 2. Roland 3. Führender in der Silver Class. Aktuell an P6 overall ist Daniel Arning. P2 für Detlef Kep und P3 für Remo Kipfer. In der Bronzeklasse ist es an der 17. Position Alvin Bussian. Oh, das wäre ja mega, weil wir haben heute die Bronzeklasse im Interview, Freunde. Aktuell wäre es Alvin Bussian, der Andrej Dvořáček auf 22 und dahinter der Jakob Hausinger auf der 23 gesamten Position. Außenrum probiert er gegen Andrej Dvořáček und er zieht durch. Schönes Ding. Rüber zu Gerd Binder. Ja, der ist jetzt aufgelaufen auf den Jonas Zeus. Der ist gehandicapt durch den Frontschaden. Kleefeld hinterm Teammate, hinter Daniel Hummel. Ja, ich denke, die werden auch nicht lang debattieren. Christian Richter und René Moldenhauer haben sich da so ein bisschen touchiert. Ich glaube, da war es schon gewesen. 16 Minuten noch. Also, Regen ist auf jeden Fall weg. Ideallinie wird trockener. Ingo Schmidt in der Box. Das sieht nicht gut aus. Steht auch schon eine geraume Zeit. Kampfscharf, grüß dich, moin. Kommt der Angriff? Nein. Noch nicht. Moritz Falk bringt die Geduld mit. Kampfscharf, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Guter Exit. Guter Exit von Moritz Falk. Großartig. Keine Chance für den Porsche-Piloten, für Dirk Nees. Da muss er federn lassen. Bruder bei die Fisch. Moritz sitzt auf der 18. Philipp Groß hinter Peter Lindner. Muss. Kampfscharf muss. Immer den Blick nach vorne gerichtet, ne? Ganz klar. Alan, wunderschönen guten Abend, grüße dich.
Er muss halt, ne? Kam scharf, muss. Schön. Schön gemacht. Richtig gut. Das Haar jetzt auch in der Box. Das sieht auch weird aus. Alex Langhorst steht auch da mit drin. Schoki. Milka, Tuck. Nee, Gummibärchen kannst du mich jagen mit Pixelhüpfer. Nee, mag ich nicht. Nah dran, genau. Ey, Robin, Alter, du bist schon drin, hör auf jetzt. Robin Volland jagt P2. Volland ist dran an Daniel Anderson. Ehrlich? Oh, was war das denn, Robin? Ja, dem ist die Vorderachse weggegangen. Beziehungsweise die Hinterachse erst gefliegt, gekinnt und dann die Vorderachse weg. Hat es kurz gescheppert. Zwischen Jens Alusa und André Dvorak. Gucken wir ganz kurz, ob wir das Replay reinkriegen. Ja, da kriegen wir es rein. Jens Alusa ist dahinter im BMW. Boah, Jens, was war das denn? Da müsst ihr aufpassen, Jungs und Mädels. Da müsst ihr echt aufpassen. Das passiert so scheiße schnell. Der Jens ist aus dem Windschatten rausgezogen, wollte wieder zurück in den Windschatten, weil er sich einfach nur zeigen hat wollen, ne? Hinter dem Kollegen, hinter dem Kontrahenten. Und der André Dvorak ist vom Gas gegangen in dem Moment. Wo der andere wieder zurück hinter ihn einscheren wollte. Und dann gab es den Kontakt. Matthias Weckl auf der 11. Matthias, wenn du nicht mindestens 10er wirst, Bub, gibt's morgen keinen Nachtisch. Ja, genau, Selfie, ja. Sag mal, woher kannst du den Text noch? Hast du das früher gesuchtet oder was? Eigentlich muss ich ja die Sappel halten, ey. Ich komm eigentlich nur so aus der Zeitspanne von den Bremer Stadtmusikanten, oder? Katastrophe. So, Volland ist wieder dran an Anderson. Also, Volland die Nächste. FIFA 40-0. Auf Deutsch 45-0. Die letzte Rundenzeit von Robin Volland. Eine 46-0. 46-2 war es gewesen bei Daniel Anderson. Darkwing Duck, oh ne, das, ohne Witz, Retalk, das habe ich früher auch gesucht, also Darkwing Duck oder sowas, Captain Baloo oder so, Alter, geil. Michael Pilchern verliert P7 gegen Danny Anwandsbeck, oh mein Lieber, einen wunderschönen guten Abend. Ja, das glaube ich dir, Lambo Chris, ja. Go-Getter, wunderschönen guten Abend, Grüße. Digimon, oh, Digimon war auch cool, ja, definitiv. Nee, kampfscharf. Das Schlimme ist, wir sind schon alt. Wir werden es nicht mehr. Wir sind es schon. Also, wie ich vorhin auch gesagt habe. Guck mal, ich bin 5 Jahre mittlerweile. 5 Jahre im Moderation-Business am Start. Katastrophe.
Nee, alles gut. Ich bin's gewohnt. Kampfscharf. Ich, vor allen Dingen von meiner Community. Ist normal. Ja, und teilweise die brutalsten Bretter raus, wo ich mir denke, Alter, welchen Film bin ich eigentlich? Aber ist geil. Peter Lindner. Wobei an Philipp Groß. Philipp, warum machst du sowas? 9 Minuten noch. Ich weiß, ich hab Disney Plus Selfie. Aber es muss keinem erzählen. Die besten Haare. Nee, so schlimm ist es noch nicht, Pixelhüpfer. Wo ich bei dir bin, ja, ich habe die brutalsten Geheimratsecken des Todes. Definitiv. Also es ist nicht so, dass die vorne anfangen, hinten aufhören. So schlimm ist es noch nicht, ne? Aber, lassen wir das Thema bei den Haaren, bin ich eitel. 47,9 von Philipp Groß, Peter Lindner eine 45,5. Und warum ist Philipp Groß vorne dran? Weil das kann. Remo Kipfer im Battle gegen Detlef Kepen. Matthias Weckl ist dahinter. Vielleicht kann der Matthias von profitieren. Schauen wir mal. Renn in den Stuhl. Aber natürlich, mein lieber Herr Donovan. Kleitz, grüß dich. Wunderschönen Abend. Kleitz, wie geht's dir? Rick, bei dir alles fresh soweit, oder? Ich hoffe mal. Rapid Racing. Einen wunderschönen guten Abend, mein lieber Kevin. Ist bei mir auch so, Lambo Chris, ja. Ist wirklich so. Wenn ich da hinten die Gipfelkette mir angucke, ist alles weiß schon. Was mache ich? Wenn ich offscreen bin, sitze ich auf der Couch und singe laut, stark mit bei Captain Baloo. Achso. Woher kommt's noch? Du hast endlich den Traumurlaub gebucht. Oh, mega. Wo geht's hin, wenn ich fragen darf, Clyde? Alter. Robin. Komm jetzt. Jawohl. Schönes Ding. Schönes Ding von Robin Volland. Da ist er vorbeigehuscht an Daniel Anderson. Und wer hat da gestanden auf der Außenseite? Das war ein M4. Jens Alusa. Jens. Oh, scheiße. Der ist volle Lotte eingehämmert. Wie macht die Motorhaube, Freunde? Aber guck mal hier. Spaltmaße des Todes bei Jens Alusa im Auto. Aua, aua, aua. Tokio? Oh, geil. Cool. Seit 5 Jahren. Woran ist es immer gescheitert, Clyde? Mal ganz direkt gefragt. Oh, davon hat es böse gescheppert. Nein, das ist Michael Pierschein, das ist doch nicht wahr. Ja. Peter Lindner ist da aufgefahren. Auf den Philipp Groß. Der Philipp Groß hat jetzt wahrscheinlich auch die eine oder andere... Diffuserschaden! Heckdiffuserschaden am Auto mit der 51. Jetzt ist auf jeden Fall der Heckdiffuser lose bei Philipp Groß am Auto. Das war vorhin schon ein Thema, wo ich ganz panisch hingeschaut habe. Da war es noch einigermaßen okay. Und jetzt knallt es hier zwischen Alvin Bussian und Moritz Falk, wenn ich es richtig erkannt habe. Nicht wundern, das ist Moritz Falk. Ja, okay. Da hat sich der Alvin schon beschwert. Also da gab es auch ein kleines Missverständnis, aber ohne größere Schäden, hätte ich gesagt. Da im Vordergrund geht einer weit. Gelbe Flaggen werden da geschwenkt. Das ist Matthias Michael Weber. Ja, die fangen alle mit Emma, wisst ihr, an. Das ist normal. Also da kann... Meine Fresse, ey. Die haben alle den gleichen Namen hier. Jakob Hausinger im Windschatten hinter Nick Lehfeld. Die letzten 5 Minuten, Freunde. Anderson bleibt dran an Robin Volland, an jetzt dem neuen Zweitplatzierten. Und Volland ist im Defend-Modus unterwegs. Rück- und Tiefschläge. Okay, also gar nicht mal so Formate von wegen, ihr habt kein Visum bekommen oder dergleichen. Oder es lag jetzt am Flugunternehmen, sage ich mal. Oder irgendwie sowas. Okay, okay. Schweden soll mega sein. Ja, definitiv. Schweden war ich auch noch nie. Ich war in Norwegen schon gewesen. Ich war in Dänemark schon gewesen. Ich war in Holland gewesen. Alles cool. Aber Schweden war ich auch noch nie. Ehemalige Zuschauerin von mir beziehungsweise ab und an ist der Rockrass noch ganz gerne im Stream, wenn sie Zeit haben. Die sind nach Schweden ausgewandert. Kleids, Ultra,
Irgendwann mache ich mir den Spaß. Irgendwann kontaktiere ich die und dann schauen wir mal, was wir wo. Detlef Keb und Philipp Groß da. Die nächste Kontaktsituation zwischen den beiden. Peter Lindner profitiert davon. Übernimmt P11, schiebt sich dazwischen. Gerd Binder jetzt ganz dicht dahinter. Nick Kleefeld in Problemen. Ey, jetzt geht's los. Und Pilsheim ist an der Box. Scheiße. 4 Minuten vor Ende. Um den Schaden. Wahrscheinlich doch zu groß am Auto bei Michael. Ja, das ist wieder Michael Pilsheim. Ja, der wird einen Moment stehen. Rennen somit vernichtend abgegolten. Eli, mein Lieber, grüß dich. Wunderschönen guten Abend. Lurke nebenbei, neben der Arbeit und höre nichts. Okay, da müssen wir mal ganz kurz hier in den Chat schreiben. Weil es der Eli aber lesen kann. Christian Richter vorne dran, hat ein bisschen Trouble. Dem fehlt gerade ein bisschen Pace im direkten Vergleich zu Klaus Jäkel dahinter. Schaut euch an. 45-0 bei Christian Richter, 43-0 bei Klaus Jäkel gefahren im letzten Durchgang. Ja, das stimmt, Kleitz, das stimmt, das stimmt. Ja, ist im Endeffekt ja bei mir genau die gleiche Konstellation, ne? Ich habe ja dieses Jahr auch alles abgesagt. Gamescom nicht gewesen, SimExpo nicht gewesen, ne? Weil private Umstände und hast du nicht gesehen, weil mich das einfach total mitgenommen hat. Ist so. Ich wollte dieses Jahr niemanden sehen, niemanden, gar nicht. Weil ich das auch einfach gar nicht verkraftet habe. Oder verkraftet hätte, sagen wir es so. Und solche Momente gibt es halt im Leben, das ist leider so. Wer das nicht versteht, so what? Was soll ich erzählen, ne? Binder! Auf geht's, Gerd, komm! Ach, Gerd, nein! Es kostet Zeit! Die letzten 2 Minuten. Remo Kipfer kurz die gelben Flanken! Alter, wo ist das denn? Das ist vorletzten beiden Linkskurven! Remo Kipfer! Das sah aber aus wie Lenkung ausgefallen. Das sah ganz komisch aus bei Remo Kipfer. Dem ist irgendwas ausgestiegen. Um nicht zu sagen, die komplette Peripherie. Da war gefühlt nichts mehr mit Bremsen, da war gefühlt nichts mehr mit... Ah, Remo, mach's. Bitte, tut mir den Gefallen. Drückt Escape, ja. Portet euch zurück in die Box. Wartet da einen Moment, im besten Falle bis ihr letzter seid, und geht dann vom Server und geht nicht direkt auf Verlassen und vom Server runter. Sag's immer wieder. Sag's immer wieder. Und es interessiert keinen. So. Jetzt wollen wir ganz kurz. Schaut mal bitte, jetzt guck mal, was hier passiert ist. P17 und P18. Das ist der Dirk Nees, das ist P17, das ist P18, Daniel Hummel. Guck mal bitte, was passiert. Schaut mal links im Tower hinter den Namen von Daniel Hummel. Seht ihr das Gap? Das Gap ist weniger wie eine Sekunde. Und es läuft nach oben. Das passiert, wenn ihr mit Escape vom Server runtergeht. Dann zerhackt es mir den kompletten Zeitentower. Das ist genau der Grund, warum manchmal die Zeiten nach oben laufen, obwohl die Race Gaps ganz anders sind. Das ist das Hauptproblem. Ja doch, das passiert immer da, weil in dem Moment, wo du einfach Escape drückst und vom Server instant runtergehst, verliert die Software von der Telemetrie her, verliert die einen Referenzpunkt. Und dann kann sowas passieren. Aber gut, shit happens, ist jetzt so, das ist die letzte Runde, alles easy. Max Florenz, der gewinnt dieses Ding hier souverän und ihr seht, der Asphalt, der ist trocken, ne? Der ist trocken. Der Schweizer, der Remo. Kampfzwerger, Remo Kipfer.
Weil es ist jetzt nicht schlimm, ne? Das ist die vorletzte Runde gewesen, ne? Ärgerlich trotzdem noch ein Löcher für Remo Kipfer, ja? Aber das... Jetzt habe ich einfach so ein Beispiel gehabt, wo ich das erklären konnte, ne? Auch mal vielleicht ganz schön. So, Glückwunsch an Max Florenz. Sehr, sehr geile Vorstellung. Max Florenz gewinnt. Robin Volland. Ich glaube, sein drittes oder viertes Debüt jetzt hier bei der Hovesim Racing. Holt sich die zweite Position. Gigi dazu. Hatte beim letzten oder vorletzten Mal geschrieben, er sei irgendwie in dreiviertel Jahren überhaupt nicht mehr gefahren, müsste erstmal wieder lernen. Gigi dazu. Daniel Anderson, Glückwunsch zu P3. Podium somit komplett in der Overall-Klasse. Christopher Schmidt holt die 4. Christian Lautenbach wird 5. Daniel Arning wird dann gleich 6. Beziehungsweise Daniel Arning, das ist der Leader. Das ist der Sieger in der Silver Class. Glückwunsch dazu. P2 für Matthias Weckel, 8. geworden. Wie geil ist das denn? P2 für Matthias Weckel und Overall für P8. Geht's gleich über die Linie. Sehr, sehr geil. Peter Lindner holt die 10. Position und das ist P3 in der Silver-Kategorie. Sehr, 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 sehr mega. Oh, geil. P15. Alvin Bussian. Moritz Falk nochmal kurz vorbei an André Schwarz. Ja, das reicht. Das reicht. Ja. Moritz Falk 13, André Schwarz 14. Alvin Bussian holt die 15. Glückwunsch zum Sieg. Den hören wir gleich. Jakob Hausinger nochmal kurz vorbei an Daniel Hummel. Das ist aber okay, weil Daniel Hummel ist der Goldfahrer. Jakob Hausinger ist der Bronzepilot. P17 für Jakob Hausinger, P2 in der Klasse. Und André Dvoracek ist an der Gesamtposition 22 als Dritter abgewunken worden. Sehr, sehr geil. Das heißt, gleich bitte im Interview, wenn ihr Bock habt, das ist freiwillig, Alvin Bussian P1, Jakob Hausinger auf 2, André Dvoracek auf P3. Genau, Selfie, ja. Dankeschön. Letzten Monat, nach 13 Jahren. Oh, auch krass, ja, auch krass. Nee, es gibt... Ich sag ja gar nicht, dass das nicht verstanden wird. Es gibt ja auch einfach mal die Situation... Ist mir auch schon ein paar Mal so gegangen, weißt du? Da überlegst du in dem Moment nicht dran. Da denkst du nicht nach, ne? Glück bin ich gerade vom Server runter. Beziehungsweise habe die Szene gewechselt, so rum. Massenkader und Bolaskis. Noch ein Nöscher. So, warte mal. Dann machen wir ganz kurz die Highlights. Die Gleits, Stadler. Genau. Also, wenn ihr Bock habt, ich bin im Voice bei der Hove. Eingabegerät, brauche ich den da? Jawohl, nicht. André Dvoracek, Jakob Hausinger und Alvin Bussian, wenn sie wollen. Nee. War... Bei mir war es die Hölle auf Erden. Ja, alles gut. Der André ist schon mal da, sehr geil. Das ist immer das Problem, ne? Wenn du 5 Millionen Tastaturen vor dir hast und dann die falsche drauf hämmerst. Die brauchen wir.
So, machen wir das mal ein bisschen leiser hier. Was? Ey, das ist maximal ein 18-Tage-Bad. Nee, Quatsch. Nee, so viel ist gar nicht. Wann habe ich mich... War doch hier, bevor ich mit Mirko an den Start gegangen bin. Ist doch gar nicht so lange her. Letztes Wochenende. Ja, mein Headset ist an, ja. Ich muss noch Jungs reinziehen. Einmal nicht so ungeduldig hier. Oh, fangen wir mal André an, oder? André, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Grüße dich. Hallo. Ich wollte gerade fragen, ob ich mit dir Englisch sprechen muss. Nein, um Gottes Willen. Nee, hätte sein können. Das ist ein kurzes Interview. Ehrlich? Von deiner Seite her aus? Ist Englisch nicht so deine Stärke? Ja, wenn man es halt braucht, dann kommt man wieder rein. Aber das stimmt. Von 0 auf 100 wäre schwierig. Bin ich voll und ganz bei dir. Ich tue dann viele Sachen einfach mit übertünchen. Weißt du, ich meine, das ist vollkommen egal. Aber es kommt immer gut an. Ja, coole Nummer, André. P22 overall, P3 in der Klasse ist es geworden. Sehr, sehr geile Nummer. Wie hast du dich denn gefühlt? Ich glaube, du hast auch ein, zwei Situationen dabei gehabt, wo ich persönlich im Stream gestanden habe oder beziehungsweise gesessen habe und habe gedacht, what? Hat er nicht gemacht, doch hat er. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich habe irgendwie gemerkt, so je nasser es geworden ist, desto besser liegt der Porsche auf einmal. Und ja, da konnte ich gut Positionen gut machen. Okay. Gerade auf diese Schikane hin, da habe ich, glaube ich, die meisten Überholmanöver gehabt. Ja. Der Regen hat mir ein bisschen in die Karten gespielt. Wie müssen wir uns das vorstellen? Hast du einfach mehr Vertrauen dann ins Auto gewinnen können? Oder hast du einfach vom Prinzip her gefühlt, dass du mehr Stabilität, also mehr Grip vielleicht im ersten Moment mit dem Koffer umsetzen kannst? Nee, ich habe mir einfach nur gedacht, so ja, okay, jetzt musst du einfach früher bremsen und schauen, dass du eine saubere Linie fährst, langsam rausbeschleunigen, und das war anscheinend, das hat's gebracht. Richtig gut gemacht, definitiv. Und das mit Porsche, ne? Und wir kennen ja alle den Porsche, der kann ja echt zickig sein, stellenweise. Don Muerte, vielen Dank für den Raid, danke dir. Heute hat er gut mitgespielt. Genau. War auf jeden Fall sehr schwitzig. Aber ist nicht so, dass du den dann irgendwie früher ins Bett schickst oder so am Vortag, damit er dann für den nächsten Abend fit ist, wenn es Race ist, oder? Oh, ich bin gestern zwei Stunden habe ich gestern trainiert. Ich habe die Krise bekommen. Ich habe schon gesagt, ich fahre gar nicht mit. Okay. Und jetzt heute hat es funktioniert. Ja, es gibt so Momente. Ich kenne das. Ja. Der eigene Anspruch dann ist aber auch, ne, was so ein bisschen das treibende Phänomen ist. Ja, das ist richtig. Ja, mega, André. Dann immer mehr. Ja. Aber sehr geil gelöst. Nochmal Glückwunsch. P3 in der Klasse, 22 overall. In Summe waren es trotzdem 40 Piloten, die abgewogen worden sind, beziehungsweise 39. Insofern alles gut. Tolles Ergebnis, André. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön. Und bleib mir munter. Danke. Bis dann. Ciao. Ciao. So, warte mal. Jakob, wo ist der Jakob? Da ist der Jakob. Jakob Hausinger, grüße dich. Wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Sagen, der Jakob ist gar nicht da. Doch, der Jakob ist ja da. Jakob, schwieriges Format heute Abend, hätte ich gesagt, oder? Wie ist es dir ergangen? Oder sagst du, naja, also der Wetterwechsel war eigentlich ganz cool, war mal so ein bisschen Ablenkung, beziehungsweise ja, alternativ. Ich hatte gehofft, dass es trocken bleibt, aber nee, dann noch nicht, aber es lief eigentlich relativ gut mit den Slicks auf im Regen. Das hat mich selber gewundert. Ich hab nur das TC hochgedreht und das war's doch eigentlich. Was? Okay. Ja. Das ging. War ja auch nicht wirklich nass, ne? Also es war rutschig, ja, keine doch. Frage. Also die Curves waren gefährlich, also da. Ja, das ist normal. Aber mit richtig nass meine ich jetzt, dass wir gedanklich so ein bisschen Richtung Aquaplaning unterwegs sind. Weil Aquaplaning. Ja, dann ist. Genau. Weil dann kommt die Fahrzeughöhe zum Tragen, ne? Das ist ganz wichtig. Ich habe nichts verändert, außer das TC. Ja, ich ging gut. Perfekt, alles richtig gemacht. Definitiv. Ja. Hast du, war das so ein bisschen berechenbar? Also in Bezug auf den Trainingsserver oder so, hat es da auch schon mal geregnet, genieselt? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, ich war die letzten zwei Tage zweimal oben und da war es immer trocken. Bewölkt trocken. Mhm. Überhaupt kein Regen im Sicht. Ja, aber dafür war es echt cool gemacht. Also im Rennen dann, weil so eine Einstellung zu finden, das ist ja so diese hohe Kunst mehr oder weniger, ne? Und dann so eine Setting zu finden, die vielleicht dann auch genau sowas
rausarbeiten kann, dass es halt eben kein vollwertiges Regensetup sein müsste zwingend, sondern wirklich diese, ja, ich sag mal, wenn du so ein bisschen mit der Elektronik arbeiten kannst, so wie du es beschrieben hast, und kannst es damit kompensieren und kommst damit zurecht, absolut geil. Absolut geil. Das lief dafür sehr gut. Dafür, dass nur ein Klick war. Genau, ja. Was sagst du, Gesamtposition? P17? War das erstrebenswert? Ja? Ja, zufrieden. Also, war froh, wenn ich meinen Startplatz wieder einholen konnte. Beim Regen weiß man nie. Man kann einfach mal bist ablegen. Bist du von 17 gestartet? Nee, von 20. Ich kann sagen, du hast drei Positionen gut gemacht. Ja, ja, sehr geil. Richtig gut, Mann. Aber, was natürlich auch dazu kommt, muss man auch ganz klar sagen, du führst ja momentan die Bronzewertung an. Das war richtig top, Mann. Konstantin Kahn war heute sehr weit abgeschlagen. Alex Langhorst war jetzt auch nicht so weit vorne mit dabei. Das heißt, du hast deinen Vorsprung definitiv ausbauen können. Und der Sieger hier heute war in der Klasse der Alvin Busjan. Der Alvin ist auf der 4. Der wird definitiv vorbeigehen an Alex Langhorst. Also ich bin gespannt, wie sich das Thema noch entwickeln wird in Richtung Finale, Richtung Bathurst. Sagen wir so, das wird die nächsten zwei Rennen noch ein spannender 5- oder 6-Kampf, wenn es so weitergeht. Ich wollte gerade sagen, definitiv. Also dann heißt es richtig Arschbacken zusammen und durch da, ey. Mhm. Genial. Richtig. Sehr schön, Jakob. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Nochmal Glückwunsch zu P2 in der Klasse. P17 overall. Toll gemacht. Schönen Abend noch und komm nachher gut zu liegen, Jakob. Danke dir. Danke. Ciao. Bis dann. Ey, Alvin! Wunderschönen guten Abend. Servus, mein Lieber. Wie geht's dir? Naja, gestern ging noch. Heute geht besser. Habe ich mir sagen lassen. Ja, Alvin, wie lange hat's jetzt gedauert? Wann haben wir das letzte Mal gehört? Boah, ist schon ein bisschen her. Also, 4, 6, 8 Wochen? Ich glaube, das war doch auf Monster. Kann das sein? Was weiß ich? Meinst du, ich habe Strichliste gemacht oder was? Ich dachte, du kannst dich an die wundervollen Dinge erinnern. Ja, also wundervoll war es mit Sicherheit, definitiv. Aber nein, wir nehmen uns kein Zimmer-Chat jetzt, weil wir haben noch nicht so spät. Ne? Also, alles gut. Nee, Spaß beiseite. Trotzdem, richtig geile Situation. Das Regenmomentum, auch die gleiche oder ähnliche Frage an dich gestellt. Das Regenmomentum kam überraschend? Oder sagst du, ich war da ganz tiefenentspannt, ne? Locker durch die Hose geatmet und einfach gewuppt den Apparat? Also ich sag mal so, im Qualifying sagte Flo zu mir, ey, es ist greedy. Und ich dachte mir so, okay, ja gut, kann sein. Dann musste ich an meinen Kollegen Chris Bröders denken, der immer gesagt hat, geil, Regenrennen. Und dann kamen wir dann dazu und dann sagt der Flo, ey, noch 10 Minuten, dann fängt es an zu regnen. Und ich denke mir so, Chris, du blöder Sack, aber ich hab dich lieb, ich denk an dich. Ne? Und dann, ja, es war sehr überraschend, aber es ging. Also ich hab mich echt selbst überrascht damit, weil ich bin überhaupt nicht der Regenfahrer. Aber es hat Spaß gemacht, das zählt. Wie kann man Regenfahrer werden? Keine Ahnung, am besten fragst du da meine Kollegen. Die sind da irgendwie total spitz drauf. Ja? Also Chris Bröders und Kevin Steiner, hier, wenn ihr zuguckt, ihr seid schon Säcke, aber ich hab euch echt lieb. Jesus macht keine Ahnung, wie es macht. Ja. Sehr geil, sehr, sehr geil. Ja, aber ist doch cool, wenn man auch so einen Background dann hat, weißt du, ich meine, das ist doch dann Seele für die Balsam, oder? Ja, P15 ist es geworden, Alvin. Geile Nummer. Ja. Hast du mit dem Sieg gerechnet heute? Also ich sag mal so, mein Ziel ist es zu siegen, das ist klar. Jeder sein, also vielleicht ist ein Ziel. Mhm. Aber ich habe, nachdem ich einen Schaden hatte am Anfang, 8 Sekunden und dann noch halt... Am Auto, Freunde, am Auto. Entschuldigung, muss ich einwerfen. Ja, ja. Ja, also ich hatte am Auto dann 8 Sekunden Schaden. Und ich dachte mir dann so, okay, es fühlt sich alles so ein bisschen schwammig an. Ja, und dann habe ich leider auch mit Moritz dann so einen kleinen Kontakt gehabt. Und es ging dann immer zum Ende dann hinaus, wo ich dann dachte so, okay, vielleicht wird's heute nicht. Aber dann habe ich auch gesagt, komm, reiß dich zusammen und gib Gas. Und wenn es wird, dann wird's. Wenn nicht, dann hast du echt ein geiles Ding gehabt. Fertig. Mhm. Wie hoch war der Spaßfaktor aus deinen Augen? Auf jeden Fall sehr hoch. Ja. Im Regen natürlich war das wieder so ein Ding, wo ich gesagt habe, ich schwitze mir gleich alles hier ab. Ja, also die Buchse ist voll. Aber ansonsten, ja, es war auf jeden Fall abenteuerlich. Auf jeden Fall. Sehr geil. Also hat es die Hofer auf jeden Fall richtig gemacht. Tolles Abendprogramm geliefert. Wir haben es umsetzen können. Sehr, sehr geil. Alvin, Glückwunsch zu dir. Danke. Für dich zum Sieg. P15 overall. Ganz, ganz wertvolle Punkte mitgenommen. Und ich habe es eben kurz mit Jakob hochgerechnet. Du wirst auf jeden Fall P3 übernehmen. Du wirst vorbeigehen an Alex Langhorst. Ob es eventuell für P2 reicht, weiß ich nicht ganz genau. Dann würdest du an Konstantin Kahl noch
vorbeigegangen sein. Aber wir schauen mal. Wann beginnt die Trainingsphase, die vorbereitende Maßnahme für das nächste Rennen für Spa-Francorchamps? Genau, das ist der Knackpunkt. Gar nicht. Ich werde gar nicht dabei sein können, weil ich an dem Tag heirate. Und es ist, kannst du die Hochzeit verschieben? Du Blödsinn! Ja, du hast natürlich vollkommen recht. Heiraten tut man im Regelfall nur einmal in seinem Leben. Deswegen toi, 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 genieß es. Wo gehen die Flitterwochen hin, Alvin? Nach Thailand. Nein, echt? Ja, nach Thailand, ja. Nach Thailand? Krass. Ja, wir haben uns da so ein ruhiges Fleckchen ausgesucht. Dann geht es dann erstmal in so ein abgelegenes Hotel und dann wird erstmal nur relaxed. Okay, alles klar. Nur die Seele baumeln lassen. Wunderbärchen, wunderbar. 2 Wochen, 3 Wochen? 2 Wochen, genau. Mega. 2. Mega. Ja, das wird echt krass. Ich werde euch auf jeden Fall zugucken und auf Bratwurst auf jeden Fall viel, viel Spaß, also Bathurst. Ja. Ich werde leider nicht mitmachen können, obwohl ich richtig Bock drauf habe. Glaube ich dir. Aber so ist es. Beim nächsten Mal auf jeden Fall bin ich komplett dabei. Also, du bist beide Rennen jetzt nicht mehr dabei? Ja, so wahrscheinlich. Ja, okay. Naja gut, ja. Geht ganz klar vor. Alvin, dann viel Erfolg, beziehungsweise natürlich dann in dem Fall dann herzlichen Glühstrumpf, ne, zum Verheiratsein, ne? Und denk dran, ne, ich sitze immer hier, spiel Spaß und Spannung und was zum Naschen hätte ich auch gern. Nee, Spaß beiseite. Kriegen wir hin. Komm heile wieder. Alles Liebe, alles Gute gewünscht, Alvin. Und nochmal Gigi, mach dir noch einen schönen Abend, komm nachher gut zu liegen. Danke dir. Danke, Bladi. Dir auch gerne. Schönen Abend noch. Ebenfalls. Bis dann. Ciao. Also ihr seht's, Freunde, ne, so ein bisschen Spaß muss auch sein. Und wenn man die Fahrer halt oder die Piloten dann einfach auch ein bisschen kennt, dann kann man sich auch ein bisschen was erlauben und kann mal so ein bisschen umheralbern. Ich finde das absolut geil. Und dementsprechend hier mit den Kollegen und Kolleginnen dann noch ein bisschen abzuzappeln im Nachgang beim Interview. Warum denn halt auch nicht, ne? Und dann hörst du halt auch mal sowas, dass der Alvin Bussian dann einfach heiratet. Mit Flitterwochen in Thailand. Warum denn auch nicht? Geil ist es. Mann, super, super fett. Schönes Rennen haben wir gesehen, hätte ich gesagt. Mit wechselnden Bedingungen, auch das nicht unbedingt einfach gewesen für die Piloten, aber eine ganz, 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 ganz geile Nummer. Sehr schön. Ebenfalls Bianca, danke dir. Schlaf gut. Joker, herzlich willkommen, Grüße. Regen ist einfach Liebe, Alvin. Ja, da hast du recht, da hast du recht. Ja, Alvin, du mit allen Piloten eigentlich. Es ist egal, ob Männlein oder Weiblein, prinzipiell auch egal, in welcher Community, in welchem Format sie unterwegs sind. Ich habe mit nirgends einem Fahrer groß nennenswerten Stress oder sonstiges, deswegen absolut geil. Immer ordentlich am Feiern, oder? Genau. Geld für die Scheidung, na, hör auf, nein, sowas fragt man nicht, Lambo Chris, sowas macht man nicht. Immer positiv denken. Ach, Gott. Dann lieber uns über Schutzgeld unterhalten. Nee, hör auf, machen wir nicht. Nee, geh weg. Also, Freunde, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart heute am Abend bei der Hovesim Racing. Ich werde, wie gesagt, morgen leider nicht live sein können. Für die, die es nicht mitbekommen haben, ich bin leider Gottes morgen arbeitstechnisch unterwegs. Ich habe Bereitschaft, also Notdienst aufgedrückt bekommen durch Krankheiten dreier meiner Kollegen. Ja, das heißt, ich muss habe den Stream für morgen, den Kommitag, abgesagt schon. Ich werde es einfach nicht schaffen. Das macht keinen Sinn, wenn das Telefon aufgeht und das ist kacke, das geht nicht. Deswegen, wir gucken mal, wie, wo, was. Planmäßig geht's nächste Woche Montag weiter. Ich habe natürlich jetzt auch am Wochenende Notdienst, aber vielleicht können wir am Sonntagabend so ein bisschen was. Ich muss gucken. Also wenn, dann wird es wirklich was, auf jeden Fall was Spontanes geben, was ganz, ganz Spontanes. Regulär geht es am Montag nächste Woche weiter um 10 nach 8 wieder bei der Rio Racing in der DTM Saison 2 Race 10 auf dem Salzburgring. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Einschalten, für den ganzen Support, für die Raids, für die Subs, die Gifted Subs und natürlich auch für die Follow. Macht's gut. Haut rein, haltet die Ohren steif, kommt nachher gut zu liegen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, macht's gut, tschüss.